Aha, da sind wir. Ich mache jetzt noch Fullscreen an. Das hat beim letzten Mal den Stream gekillt, ne? Also, dass ich auch Fullscreen habe. Ich hoffe, wir haben diesmal mehr Glück. Achtung, haltet euch fest. Und? Ich glaube, es hat geklappt. Die Steuerung funktioniert auch. Jetzt ist leider nur, merke ich gerade, das Spiel ein bisschen leise, ne? Blöderweise. Ich glaube, so ist es besser. Okay, passt. Dann fangen wir jetzt endlich an. Um Gottes Willen. Das war nicht leicht. So, jetzt sehe ich den Chat auch wieder. Also, beim letzten Mal hat John den anderen, Elliot oder wie er heißt, erschossen. Ich weiß nicht, was das jetzt für uns bedeutet. Aber ich gehe jetzt mal irgendwie irgendwo rein oder so. Keine Ahnung. Kann mich nicht mehr erinnern. Alles weg. Na, wunderbar. Nee. Ah! Dammit. Da fliegen die Fetzen, ey. So, hier saß Elliot, ne? Aber da ist jetzt nichts mehr, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der Elliot heißt übrigens, ne? Ich denke mir das mal aus. Eine Kamera, um die Verhörten aufzuzeichnen. Hallöchen, Polybius. Roy hieß er, du hast recht, du hast recht. Roy hieß er, John und Roy. Jetzt ist John weg, Roy ist noch hier. Und jetzt geht wieder das Rätselraten los, ne? So ist das halt bei Resident Evil 1.5 leider. Da wird halt, da ist alles sehr kryptisch. Und es gibt halt überhaupt keine Hinweise, wo man hin muss oder wie Rätsel funktionieren. Oder ob Sachen, die man findet, überhaupt Rätsel sind. Da kam E.T. mir unter wahrscheinlich, ja. Wow. War das Blut schon immer da? Was? Der ist kein Zombie. Ey, wenn... Das ist so gemein. Und jetzt plötzlich lebt er oder was und steht auf. Und vorher war unversterbbar. Das ist ziemlich gemein. Na gut, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Roy ist in Wirklichkeit Rick. Die Folge habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Gibt es da eigentlich schon wieder neue? Also neuer Reh. Ich glaube, die letzte Staffel, die ich gesehen habe, ist bestimmt schon wieder 2 Jahre her oder so. Aber auf jeden Fall 1 Jahr. Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal, ob uns die Karte irgendwas sagen kann. Eher nicht so, ne? Keine Ahnung. Ja, wir laufen jetzt einfach ein bisschen durch die Gegend und gucken mal, ob wir irgendwie weiterkommen. War noch am Leben, dass dein erster Mord in dem Stream begann. Was? Nicht wirklich, oder? Ich hätte ihn nicht retten können. Ich weiß halt jetzt leider wirklich nicht, wo wir hin müssen. Only the lights of the building are visible. Hallo, Rios Po Power Gamer. Hoffe, alles ist gut bei dir. Ich mag total deine Lore-Videos und mach immer. Was? Und mach immer so. Dankeschön. Freut mich sehr. Hey! Plotkrone! Vielen, vielen Dank für, nicht Plotzkrone, sondern Plitzokrone. Dankeschön für die Bits. Super nett von dir. Wir müssen jetzt, glaube ich, einfach mal, wisst ihr was, ich fange jetzt ganz oben an. Wir gehen jetzt ganz systematisch vor, weil ich habe gerade überhaupt keine Ahnung und keinen Anhaltspunkt, wo wir hin müssen. Elsa kann, oh, wow, aus der Existenz glitschen. Wir fangen jetzt ganz oben an und gehen jetzt oben systematisch alle Räume durch, schauen uns alles genau an und so weiter und so fort. Das machen wir dann im 2. Stock und im 3. Stock und in jedem anderen Stock. Nein, ich kann mit dem Aufzug fahren? What? Seit wann und wohin? Ach so, aber wahrscheinlich nur in die 3 Stockwerke, wo man auch das Treppenhaus nehmen kann, oder? Na, dann ist das wieder gar nicht so aufregend. Schade, schade. Ist das Spiel nicht total buggy? Und wie? Aber man muss sagen, es ist bis jetzt nicht irgendwie abgestürzt oder so. Ich glaube, wir hatten noch keinen Game-Breaking-Bug bis jetzt.
Okay, wir können zwar den Aufzug nutzen, aber der bringt uns leider nicht an neue Orte, wie ich gehofft hätte. Schade. Haben wir irgendwie ein Schlüssel-Item noch im Inventar? Nee, oder? Warte mal, was ist denn das für eine blaue Chemikalie? Ach so, das ist einfach nur ein Heilkraut. Hm, okay. Ich hasse das Menü, muss ich euch sagen. Wirklich, ich finde das viel umständlicher und schlechter, als das, das sie dann tatsächlich genutzt haben. Was ist denn, wenn ich auf den Alarm drücke? Nix. Dann fahren wir in den dritten Stock. Los geht's. Das ist quasi Elsa. Das ist die Vorgängerin von Claire. Claire ist quasi erst dazugekommen, weil die wollten, nachdem das hier eben schon der Prototyp war, haben die gesagt, hey, können wir nicht irgendwie was machen, damit sich Resident Evil 2 besser verbunden anfühlt von der Geschichte her mit Resident Evil 1. Damit es mehr übereinstimmt und sich nicht so lose anfühlt. Und deswegen wurde dann unter anderem Elsa ausgetauscht mit Claire, die dann jetzt eben die Schwester von Chris ist. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, warum man nicht einfach Elsa zur Schwester von Chris gemacht hat. Vielleicht mochten sie den Klang von Elsa Redfield nicht. Keine Ahnung. Aber ja. Weil im Endeffekt... Oh! John, wait! Warte mal, ich brauche meine Stimme. Nein, das ist falsch. Damit. Hallo? Elsa, sorry. Ich habe nicht gesehen, dass du es bist. What happened? Someone, Elsa, listen to me. Somehow, meine ich. What is wrong? Don't go on the rooftop. There's something. Someone, I don't know. What was that? Shit. That is what I was talking about. What? What the hell is that? Look like some kind of gorilla. That would explain how something I don't know. No, Chad, what will we do now? Elsa, I'll try to distract them while you try to get out of here. Okay, warte mal. Okay. Damn it. Die Beta-Version von Claire, genau, im Grunde schon. Hallo, Svenna. Hey, Svenna L.E. Vielen, vielen Dank für die Bits. Freut mich sehr. Super nett von dir. Die Helium-Stimme verdient einen Hype. Die Texte gehen so schnell weg, ich kann die nicht lesen. Ey, da stehen teilweise, weißt du, da ist der halbe Bildschirm voller Text und ich habe ungefähr eine hundertstel Sekunde Zeit, um das alles zu lesen. Bin ich gemein. Er hat zwar gesagt, er übernimmt das, aber ich will jetzt auch gegen die Affen kämpfen. Ich drücke mal F1, um zu speichern. Und dann schauen wir mal, dass wir... vielleicht retten wir ihn dadurch oder so. Hey, aber das war so Glück, ne? Ich dachte, wir müssen jetzt ewig lang durch alle Räume von oben nach unten uns durcharbeiten. Und literally der erste Raum, in den ich gehe, ist der richtige. Hey, das hat Railgun. Ich sehe dich jetzt erst. Hi. Cool, dass du auch da bist. Okay. Wow, die sind aber riesig und schnell und schubsen mich um. Wow, die sind schon ein bisschen gemein, ey. Die sind turbo unterwegs. Und John ist ein bisschen kaputt, oder? Nein, ich versuche mal gegen die zu kämpfen. Ich habe eh gespeichert, aber... Die sind schon krass. Wow. Okay, versuchen wir es nochmal. Oh, getötet. Ja, 2-1 Streich. Nice. Elsa, ich lenk sie ab. Und dann geht er in die stille Ecke. Und macht nichts mehr. Lauf, Elsa, ich lenk sie ab. Und dann geht er zum Sterben einfach in die Ecke. Das ist sein Plan wahrscheinlich. So. Ja, ich finde das krass, dass die anscheinend schon relativ fertige Gegner waren, die sie dann einfach nicht genutzt haben. Na, aber die sind riesig. Das sind ja riesige Monster. Guckt euch das mal an. Meine Güte. Ich dachte nicht, jetzt die so in live zu sehen, wisst ihr?
ist einfach nochmal was anderes, wie die in so archäologischen Ausgrabdokumenten und Videos zu sehen für meine Lore-Videos und Cut-Content-Videos. Deswegen ist das cool, wenn man so Sachen einfach selber spielt. Kriegt man ein anderes Feeling dafür. Na gut, John, das hätten wir. Ich gehe jetzt mal raus und wieder rein. Guck mal, ob irgendwas passiert. War jetzt gerade der Hinweis, dass ich aufs Dach gehen soll? Habe ich das richtig verstanden? Weil er gesagt hat, ich soll auf keinen Fall aufs Dach gehen. Aha, John ist weg, Gorilla ist weg, alles weg. Dann gehen wir aufs Dach und lassen uns vom Hubschrauber mitnehmen. Vielleicht kommt ja Brot vorbei. Ich fände es schon nice, wenn die zumindest Elsa irgendwie offiziell ins Resident Evil... Okay, dammit. Ich glaube, wir haben die Ebene der Existenz... Deswegen sollen wir nicht aufs Dach gehen. John hat da eine Verschiebung in der Realität bemerkt. Ich glaube, ich bin leider sonst wohin gelaufen. Schön. Cool. Schön war's. Von wem würdest du die Haare anfassen? Von dem toten Gorilla? Ja, ich glaube, ich lab mal neu. Das lief nicht so gut. Ja, wenn ich jetzt... So immer wieder auf und ab renne, dann treffe ich vielleicht Missing No und wir haben 99 Schrubflinten im Inventar. Warte mal, speichern ist F1, laden F3. Wenn ich das jetzt speichere, haben wir ein Problem. Wir haben nämlich nur ein Safe Game. Wenn ich mich einmal verdrücke in einer blöden Situation, dann war's das, ne? Aber F3 ist laden. Okay, jetzt sind wir leider wieder vor dem Gorilla-Kampf. Aber jetzt mache ich mal so, wie es er meinte und laufe einfach mal weg. John macht das schon. Die Gorillas ignorieren ihn eh. Der hat anscheinend Anti-Gorilla-Spray an seinem Bettgürtel gehabt. Hi Rocket Raccoon, wie geht's? So. Jetzt, Vorsicht, Elsa. Die Treppe ist gefährlich. Das sieht gut aus. Okay, wir haben es geschafft. Aber hier... Ah doch, wir können auf... Aha, okay. Gehen wir mal rein in die Nummer. Oh, Cutscene. Das war richtig. Oh. Was ist das für eine blöde Cutscene, ey? Ist das wirklich eine Cutscene? Ja. Ich werde während der Cutscene gefressen. Das gehört so gut. Elsa, hurry up! Schiebt er jetzt die Kisten weg? We need to get this thing out of the here. Help me out. Ich habe mich schon gewundert, warum die da stehen. Alright, let's get down from here. Okay. Oh, kann ich schon wieder? Ja, okay. John's Stimme ist vorbei. Raccoon Police, die Waschbärpolizei. Da könnte man auch ich fände es gut, wenn man einfach Waschbären spielen würde. Boah, da draußen wandern die Horden. Habt ihr es gesehen? John, wait! Das heißt John Wick. There's still a little girl trapped in there. Say what? I found her in the basement garage. We can't just leave her alone. The garage is in the basement, huh? If that's the case, we can go through the sewer tunnels. Follow me. Ich finde, das sind so die beiden Knöpfe, die ich relativ nah beieinander habe, deswegen kann ich da so gut wechseln, aber dadurch hat John so ein episches Echo. John, der Actionheld aus einer Welt, in der Hosenträger out waren. Doch ein Mann hat den Mut, sich gegen die Masse zu stellen. John, der Hosenträger. Okay. John, sollen wir runter oder rauf? Ich gehe runter. Ein offizielles Remake von 1.5 wäre crazy. Elsa, over here! Bäh, John, muss das sein? Es ist voll Pupiwasser, weißt du schon, oder? Through this staircase you should access something I don't know. Okay, I'll go for her. Maybe I will take a look around. Maybe she's down here too.
Good idea, but be careful. You too. Wenn die sagen, maybe she's down here too, heißt das, dass sie an mehreren Orten schon mittlerweile gleichzeitig ist und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Nicht so gut. Naja. Hallo, Eldrom. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä? Warte mal, bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Von da sind wir doch gekommen, oder was? Das kenne ich mich gerade gar nicht mehr aus. Hä? Jetzt gehe ich doch wieder nach oben. Jetzt schaue ich mal, wo ich rauskomme. Ah nee, tatsächlich. Sah nur exakt genauso aus. Sherry! Ich habe keine extra Stimme. Für Sherry. Sherry, wenn wir die jetzt treffen, die redet mit der gleichen Stimme. Hilft nichts. Wer hat die Tür aufgemacht? Where is she gone? Where has she gone? No, Sherry! Okay, ich habe aber da Schrotflintenmunition gefunden. Das wird uns zwar Sherry auch nicht zurückbringen, aber mehr tote, explodierte Zombie-Körper wird es uns bringen. Das ist schon auch gut. Ich mag Elsa. Ich möchte, dass Elsa auch mitspielen darf. In Resident Evil offiziell. Na, öffne die Tür. Das ist ja fast so schwer wie in der Resident Evil 2 Gambit Once Demo, hier eine Tür aufzumachen. Habt ihr einen neuen Stream angefangen? Ja, unfreiwillig. Unfreiwillig. Der alte ist explodiert. Meine Güte, Turbo-Zombie! Wird weggemäht hier. What? Warum sind die so schnell, ey? Holy shit. Oh, ich habe keine Munition mehr für das Ding. Hat gerade noch gereicht. Hey, ich wollte doch sowieso mal die Pistolen noch ausrüsten, ne? Damit ich die letzten Schuss da rauspusten kann. Ich höre da komische Geräusche, ey. Oh Gott. Ich kenne. Aha! Ich wollte ja da mal die letzten Schuss raushauen, damit ich die verkaufen kann. Wenn hier Gorillas sind. Wow, Turbo! Die sind so schnell in dem Spiel. Die sind so scheiß schnell. Oh Gott! Und ach, das ist schon, ich finde, ich finde es schon krass manchmal. Okay, die ist leer, das heißt, die können wir jetzt eigentlich aus der Existenz löschen. Und ich nehme mir wieder die Schrotflinte. Nein, ich mag das nicht. So, das war gerade der schlechteste Zombie-Kampf ever. Ohne Scheiß. Was war denn das? So muss das sein. Na, aber man erkennt schon viele Orte grundsätzlich wieder, die es schon auch ins fertige Spiel geschafft haben, nur erstaunlicherweise ganz neu gemacht. Die haben nicht einfach die alten Grafiken verwendet oder so. Die haben die ganz neu designt. Hallo. Ich glaube, bei dem ist die KI kaputt. Meine Güte. Oh, ich muss kurz laden, bitte. Danke. Danke fürs Warten. Netter, alter, dicker Zombie. Okay, cool. Jetzt kann ich hier einmal im Kreis laufen und mir alles angucken und Zombies erschießen. Und da steht ein Umbrella-Lastwagen. Und mehr kann ich hier aber leider jetzt nicht machen. Gut, dass wir hier waren. Haben wir auch überhaupt keine Munition vergeudet oder so. Cool. Freut mich. Schauen wir mal kurz auf die Karte, ob das stimmt. Wo bin ich? Wahrscheinlich der sehr, sehr große Raum, ne? Ja. Ja, schade. Irgendwie. Dann müssen wir Sherry jetzt suchen. Im Polizeirevier wieder.
Aber da, wo ich, weil hier ist ja jetzt ein neues Gebiet, ne? Da konnte ich ja vorher nicht rein, aber hier ist ja nichts. Hier ist ja keine Tür oder so, wo ich irgendwie durch könnte. Hier war Sherry und jetzt ist hier nicht mehr Sherry. Und ansonsten ist hier nur die Leiter in die Kanalisation. Ja, dann gehe ich mal, keine Ahnung. Mich wundert, in welchem Spiel ist denn das, dass im Kofferraum vom Polizeiauto immer Munition ist? Ist das The Evil, The Evil Within wollte ich schon sagen. Hündchen. Doch, ich meine The Evil Within. The Evil Within 2 oder so. Ich glaube, da ist das immer so, dass man eigentlich immer in Polizeiautos in den Kofferraum Munition oder so findet. Das hätte ich auch gern hier. Na gut, dann werden wir jetzt, glaube ich, den Plan, den ich vorher hatte, nämlich alle Räume von oben nach unten durchforsten, werden wir jetzt mit Sherry nochmal machen müssen. Nur, dass ich jetzt mal ganz unten anfange, dann arbeiten wir uns nach oben durch. Fahr mit dem LKW von Umbrella, der sah nicht mehr so gut aus, leider. Aber wenn das von euch zufällig jemand kennt und weiß, wo Sherry ist, dürft ihr mich hier gerne spoilen an dem Moment, weil da sparen wir uns einfach nur sehr viel von A nach B Gelaufe. Muss ich vielleicht auch... Die sind respawned? Nee, warte mal. Stimmt, ich habe die nie umgebracht. Ich habe mich ja da mit einem Teleporter irgendwie rausgerettet. Soll The Evil Within 3 nicht auch mal rauskommen? Habe ich jetzt noch nichts davon gehört, aber ich finde es mega gut. Ich mag The Evil Within echt gerne. Das ist... Weil, wisst ihr, ich fand ja Resident Evil 5 auch nicht scheiße, aber für mich war The Evil Within eher so... der würdigere Resident Evil 4 Nachfolger. Und ich mochte auch The Evil Within 2 gerne. Auch die Teile kamen alle nicht so ran, aber ja. An den vierten meine ich jetzt. Aber ich mochte die trotzdem. Oh, guckt mal. Munition. Immerhin. Vielleicht bekommst du... Vielleicht bekommst du als Werbegeschenk einen Regenschirm, wenn ich den Umbrella-Schirm LKW fahre oder was? Was? Sorry, hatte zu tun, Trickbetrüger vor der Tür. Was? Was denn für Trickbetrüger? Der Enkeltrick oder was? Keine Ahnung, ich habe nicht aufgemacht. Angeblich... wollten die Steckdose vom WLAN überprüfen. Hab die Polizei gerufen. What? Was ist denn da los? Vielleicht wollen die einfach wirklich deine Steckdose vom WLAN überprüfen? Es könnte schon sein. Es ist ein bisschen spät, ne? Vielleicht waren es auch nur jugendliche Strolche. Sherry ist im Raccoon City Zoo. Was? Und wie komme ich da bitte hin? Strolche! Ich brauche eine Wegbeschreibung. Ich weiß aktuell... Ich gehe mal wieder zurück in die Kanalisation, ne? Das kommt mir ehrlich gesagt jetzt gerade auch am sinnvollsten vor. Ich finde es ehrlich gesagt komisch, dass der Zugang in die Kanalisation im zweiten Obergeschoss ist, vom Keller aus gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Nicht im untersten. Also es gibt ein Stockwerk unterm Zugang zur Kanalisation. Das finde ich irgendwie weird. Aber was weiß ich schon über amerikanische Polizeireviere. Bei 1.5 bin ich blind. Ich auch. Aber komplett. Hallo Hündchen, ich muss mal ganz kurz in die Packgarage. Sherry ist im Raccoon City Zoo, ja genau, okay. Ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen. Ich gehe wieder zurück in die Kanalisation. Ich meine, die Tür ist jetzt offen. Das würde mir implizieren, dass sie irgendwie ins Polizeirevier gegangen ist, ne? Aber was weiß denn ich schon? Keine Ahnung. Hat Elsa kein Smartphone? Dann könnte sie Google Maps öffnen. Ich glaube tatsächlich... Wann spielt Resident Evil 2 98 oder so?
Ich weiß gar nicht, ob es da schon Smartphones gab, aber verbreitet waren sie definitiv nicht. Aber es macht schon Sinn, dass Sherry in den Zoo geht, einfach so irgendwie, ne? Wenn man so ein Kind ist, ohne Aufsicht, man kann tun, was man will. Ach, guck! Come on, da lässt mich das Spiel in die Tiefgarage laufen und öffnet auch noch eine Tür, die vorher nicht offen war. Und dann steht Sherry da, wo ich angefangen habe, nach ihr zu suchen. Was ist das? Naja. I went down here to find him, but I couldn't. I understand. Don't worry, honey. If he's here, we will find him. My, that's a nice pocket watch. My mom gave it to me. She says it's for good luck. I see. I guess your mom is right. Come on, Sherry. Let's look for John and get the hell out of here. Yeah. Ich habe vielleicht ein bisschen improvisiert. What? Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Spiel. Was ist denn? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Wir werden hier rumteleportiert. Aber gut, okay. Fortschritt. Fortschritt ist gut. Hallo, Gaming. Oh Gott, 98. Da gab es gerade mal eine Nokia 5110 oder so. 5110. Ja, weiß ich nicht mehr. Aber das waren wenigstens noch echte Handys. Richtige Ziegelsteine, die nie kaputt gingen. Welches ist da das Legendäre? Das hatte ich nämlich auch. Ich glaube, das Nokia 3210, ne? Das war wirklich so ein unkaputtbarer Ziegelstein einfach. Die würden wahrscheinlich heute noch gehen. Aber hey, man kann über Apple sagen, was die wollen. Die machen ihre Geräte halt dann irgendwann mal absichtlich durch Updates kaputt. Das ist natürlich auch nicht sehr nice. Aber grundsätzlich hält so ein Apple-Handy auch ewig. Bis es halt eben nicht mehr unterstützt wird und deswegen nicht mehr. Aber grundsätzlich muss man schon auch sagen, so rein qualitativ sind es schon auch ordentliche Dinger. Muss man schon fairerweise echt sagen. Verzeihung. So, wir haben ganz viel Munition gefunden. Die muss ich aber erst sortieren. Leider macht das Spiel hier noch nicht so. Automatisch. Ja, yeah, Maschinenpistole. Okay, gespeichert habe ich. Ich speichere lieber nochmal. Sherry ist die einzige, die übernommen wurde. Naja, es gibt ja auch die Chris-Kampagne. Quatsch, ich sag. Die Leon-Kampagne natürlich. In die haben wir auch schon letztes Mal kurz reingespielt. Und da haben wir tatsächlich Chief Irons getroffen. Da haben wir Dingsy getroffen, Marvin. Also da wurden anscheinend viele Charaktere übernommen. Und John wurde ja zu Kendo, also der hat immerhin, der wurde neu besetzt. Oder der Akku wird künstlich beschnitten. Ja, genau. Fairphones, von denen habe ich in letzter Zeit auch öfter gehört. Die klingen auch gut, ne? Das sollte man sich vielleicht mal angucken. Fairphones, aber da weiß ich jetzt gerade zu wenig drüber. Aber die machen auch einen guten Eindruck. Kann ich so bestätigen, mein iPhone 13 ist schon x-mal runtergefallen, bis heute kein einziger Kratzer. Ich kann dir nicht mal sagen, welche Nummern das sind, weil es ist mir wirklich wurscht. Ich habe da nie irgendwie die neuesten Geräte. Aber mein altes iPhone hatte ich wirklich auch, ich glaube, fast 10 Jahre kann das, ich glaube schon tatsächlich. Und dann ist es mir irgendwann mal wirklich blöd runtergefallen und hatte wirklich Sprünge im Display und ich konnte es nicht mehr richtig benutzen. Und dann habe ich mir gebraucht, jetzt ein neues gekauft, das auch schon älter war, aber das habe ich jetzt auch schon wieder einige Jahre. Also ich habe die immer so lange, bis sie quasi Schrott sind und damit, da kann ich mich nicht beschweren. Gibt es eigentlich Sherry in neuen Resident Evil Teilen noch? Ja klar, in Resident Evil 6 hat sie ja sogar eine Hauptrolle. Da ist sie ja, das finde ich ja ganz nett, ne? Ihr wisst ja, dass ich kein Fan vom 6. Teil bin, spielerisch und so. Aber ich finde es cool, dass sie quasi gemeinsam mit dem Sohn von Wesker dann irgendwie team-upt, sich zusammenschließt. Also so die Tochter von Birkin und der Sohn von Wesker machen dann gemeinsam Party und so. Das finde ich cool. Finde ich grundsätzlich ganz nice. Weil ja Wesker und Birkin auch schon so Buddies waren. Konkurrenz-Buddies. Frenemies.
Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen. Cherry ist auch nicht sehr hilfreich. Oh wow. Okay, 6 ist das einzige, das ich noch nicht gezockt habe. Ja, so rein spielerisch würde ich das auch tatsächlich nicht empfehlen. Da hast du, finde ich, nichts verpasst, aber das, es hat halt schon ein paar coole Sachen. Auf jeden Fall. Oh, Mini-Alligatoren. Guck mal, wie die rumwobbeln. Die sind ja richtig niedlich. Die haben, glaube ich, noch keine richtige Laufanimation bekommen, oder? Das sieht ja lustig aus. Boing, 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 boing. Ja, doch, sie haben schon eine Animation. Irgendwie funktioniert die nur nicht. Wow, wow. Wo habe ich den hin teleportiert? Okay, ich glaube, irgendwas ist da kaputt gegangen, ganz stark. Na super. Jetzt komme ich nicht an dem vorbei, an ihren schwarzen Geisterschatten, die da noch so liegen. Ich gehe mal runter und wieder rauf. Ich hoffe, dann haben die sich ausgelöst. Oh, das Spiel ist großartig. Ich mag's. Schnappi und seine Freunde. Tja, jetzt sind sie Zerstückli und seine Freunde. Oh, wow. Ich hätte jetzt überhaupt, ich wollte da irgendwie ein Regal durchsuchen oder so. What, wo bin ich? Was? Wie bin ich denn jetzt? Ist das hier, muss ich hier, ist das das Schieberätsel vom zweiten Teil? Muss ich die Kisten irgendwie arrangieren für später oder so? Sollte ich vielleicht vorsichtshalber mal machen, oder? Aber ich weiß halt überhaupt nicht, wie. Ich weiß halt überhaupt nicht. Ich gehe mal nochmal hoch. Vielleicht ergibt sich dann ein Bild. Aber das kommt mir echt so vor, als wäre das das Wasserkistenschieberätsel, das wir auch tatsächlich im zweiten Teil haben. Nur ein bisschen anders. Aha. Blut. I hope it's not Chris's blood. Nee, das ist nicht Chris. Gut. Fill and drain water. Ich fill das mal. Wir wissen ja schon, wo das hinführt. Ah, ich muss die einfach da hinten ans Gitter schieben wahrscheinlich. Gut. Dann drainen wir das Ganze bitte wieder noch einmal. Einmal drain bitte, Elsa. Die ersten beiden Missionen in der Leon-Kampagne im sechsten Teil sind die besten im ganzen Spiel, weil die noch Resident Evil Vibes haben. Ich finde auch, dass die Leon-Kampagne grundsätzlich das Beste ist, aber ich habe es ja schon öfter gesagt, ne, was mich halt an dem Spiel stört, und da kann mich auch das Szenario und das Setting kann da nichts dran ändern, ist halt leider einfach nur das Gameplay, so das Kern-Gameplay. Es macht mir einfach keinen Spaß. Dass man die Waffen nicht mehr ordentlich upgraden kann, sondern dass man so komische Medaillen sammelt und so weiter. Das ist irgendwie so weird und dass man dann irgendwie unendlich, weißt, dass man 50.000 Waffen gleichzeitig im Inventar hat und es gibt kein Inventar mehr, sondern einfach nur diese Quickslots. Ich mag das alles nicht. Und dann ist es halt auch noch am effektivsten, wenn man sich mit Leon einfach durch die Gegner komplett durchkickt. Diese Nahkampf-Stamina-Leiste und so, das ist alles Designentscheidungen, die ich schlecht finde. Alle miteinander. Da ist einfach leider nichts, wo ich sage, oh, das ist aber eine gute Neuerung im Vergleich zum vierten oder zum fünften Teil. Sehr schön. Ich finde einfach alles, was die am Gameplay geändert haben, leider schlechter und weniger motivierend und weniger spaßig. Und das ist einfach mein Hauptproblem. Ich habe wirklich kein grundsätzliches Problem, dass die mehr auf Action gehen wollten oder dass es cinematischer ist oder dass es sich nicht mehr wie Resident Evil anfühlt. Damit könnte ich komplett leben, wenn es mir einfach nur Spaß machen würde. Alles, was ich will, ist Spaß im Gameplay und das habe ich leider nicht mehr bei Resident Evil 6. Das ist mein einziges Problem, aber halt schon ein großes. Landsquid Birdrider ist Barry, eindeutig. Ey, ich habe drüber nachgedacht, ob ich auf der nächsten Gamescom Barry cosplayen soll. Das wäre schon lustig. Und bei meiner Frau habe ich auch überlegt, welche Figur am besten zu der passen würde. Und die könnte ziemlich gut Lady Dimitrescu cosplayen. Wir könnten als Barry, Burton und Lady Dimitrescu auf die Gamescom gehen. Ein seltsames Duo, aber wäre schon lustig. Vielleicht machen wir das.
Ja, das ist ja auch in vielerlei Hinsicht Geschmackssache, ne? Es gibt viele Leute, die mögen Resident Evil 6, so wie es ist. Und die haben Unrecht. Nee, Quatsch, aber sondern eben das Gegenteil. Das ist ja auch voll okay. Aber wie gesagt, ne, es macht mir leider null Spaß. Die haben alles, was ich an dem vierten so gern mochte, rausgenommen und das ist einfach blöd. Mag ich nicht. Ist deine Frau, ja, die ist fast 3 Meter groß, meine Frau. Deswegen. Und ein unsterblicher Vampir auch und so. So, wo sind jetzt eigentlich die Kisten? Ah, hier. Gut, ich speichere das mal, ne? Speichern. Irgendwann speichern wir uns in eine Sackgasse und dann ist vorbei. Ich würde als Laborzombie gehen. Oder etwas an die... Leute rennen von alleine schreiend weg. Ach, ohne etwas an, jetzt verstehe ich. Ja, okay. Ich glaube, das wird schwierig, dass du da reinkommst. Als nacktes Zombie. Ich meine, du kannst dir natürlich so einen Ganzkörper-Latex-Fleisch-Suit anziehen, das ist okay. Aber dann meinen die Leute wahrscheinlich, du bist von Attack on Titans oder so. Hallo, Pandinator. Elsa, was machen wir denn jetzt hier? Können wir hier irgendwo runter? Irgendwie nicht, ne? Da ist eine Schneise. Hä? Es sieht so aus, als müsste ich hier irgendwie runterkommen. Da hört doch das Gelände auf. Aber ist nicht so. Die Zombies reagieren auch nicht auf mich. Ich muss irgendwie, glaube ich, das Tor öffnen. Ah, hier. Nee, warte mal. Ein Square Hole. Wollen die mich verarschen? Ich habe keine Kurbel. Und ich weiß auch nicht, wo wir jetzt eine Kurbel herkriegen. Verdammt. Ich dachte, wir kommen endlich weiter. Und jetzt wollen die von mir ein Square Hole. Na toll. Hey, Teilzeitgott. Das Schlimmste an Resident Evil 6 ist Derek Simmons, der einfach nur lächerlich ist. Ja, aber wisst ihr, das sind so Sachen, die sind für mich okay. Dann sollen die halt total over the top gehen mit Bio-T-Rex-Mutanten und hausgroßen Fliegenmonstern und so. Das ist für mich in Ordnung, YOLO und so, ne? Keine Ahnung. Darum geht's mir nicht. Das wäre für mich in Ordnung. Für mich ist aber nicht in Ordnung, dass ich keine Ahnung habe, wo wir die Kurbel herkriegen. Und die Karte ist leider so nutzlos. Hey, aber ich könnte mal nachladen, oder? Das wäre auch eine gute Idee. Leider hat mein Messer 0 Schuss Munition. Schade. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Da unten war aber auch keine Kurbel, oder? Ich gehe jetzt tatsächlich nochmal schnell runter. Nicht, dass die Kurbel irgendwo unter Wasser rumliegt oder so. Ich finde es komisch, dass hier oben eine Kiste steht. Das, weißt du, da denke ich mir, wo, warum und wohin mit der Kiste? Muss ich die irgendwo hinschieben? Kriege ich dann eine Kurbel? Keine Ahnung. Komme ich jemals wieder runter? Elsa? Oh Gott. Ich komme nicht mehr von der Kiste. Ich habe zum Glück vorher gespeichert, ne? Alles gut, aber muss mal aufpassen. Kisten sind gefährlich. Habt ihr das gesehen? Ich bin gerade irgendwie durch die Luft gelaufen. Jetzt klappt es nicht mehr. Okay, Elsa, laden wir neu. Kann man nichts machen. Auf dem Tisch lag die Kurbel. Auf einem Tisch. Aber auf welchem Tisch? Ich habe viele Tische schon gesehen in dem Spiel. Ich bräuchte spezifischere Angaben, bitte. Die Kurbel ist im Raum, in dem Sherry ist. Aha, aha, aha. Danke, danke, danke. Das ist gut. Da gehen wir nochmal zurück. Das weiß ich, glaube ich, so ungefähr. Oh, habt ihr gerade gesehen, wie der Wassereffekt losging, als wir uns da genähert haben? Softlock. Na, hoffentlich nicht. Also auf der Kiste war ich gerade gesoftlockt, ja. Hi, Sherry. Ah, ich sehe sie, ja. Crank. Habe ich überhaupt nicht gecheckt. Cool, cool. Na dann, tschüss, Sherry. Zum Glück
dürfen keine Monster in den Safe Room. Das sind die Regeln. Und da halten die sich auch dran und somit ist Sherry dann drin sicher. Meint ihr, die Schreibmaschinenräume haben die Atombombenexplosion in Raccoon City überstanden? Ich denke schon. Ich glaube, in den kaputten Ruinen der einzelnen Gebäude, so das Polizeirevier ist quasi pulverisiert, nur noch ein paar Mauerreste und Gestänge in der Luft und Rohre, aber die Safe Rooms sind immer noch komplett intakt, samt Tür vorne dran. Die schweben so in der Luft, die hängen so an einzelnen Metallstreben und so noch. Glaube ich schon. Jawohl, mit der Pumpgun in der Hand kurbeln. Dum-dum. Zombies. Na, meine Herren? Wollen wir kämpfen oder nicht? Habt ihr keinen Hunger gerade? Muss eh nicht sein. Ist auch für mich auch vollkommen in Ordnung eigentlich. Dann gehe ich halt da lang. Tschö. Oh nein, it's locked. Na gut, meine Zombie-fizierten Zöglinge. Warum auch immer. Dann müsst ihr halt jetzt sterben, leider. Guck, da kommt schon einer. Bam. Ich stelle mir das gerade so vor, dass man in den Safe Rooms flüchtet und sich das Monster dann ärgert. Verdammt, da darf ich laut Vertrag nicht rein. Ja, es ist ja im Remake von 2 tatsächlich einfach genauso mit Mr. X. Genau so, der sieht, der verfolgt einem das ganze Polizeirevier und dann sieht er, wie in ein Safe Room geht. Und dann kann man ja sogar noch so durch die Tür durchgucken, wie er dann da steht und die Tür anguckt und in den Safe Room guckt und sagt, ja, damn it, ey, schade, na, dann gehe ich halt wieder. Und dann packt er seinen Hut und geht einfach weg. Zombies, ihr könntet bitte nach einem Schuss mit der Pumpgun sterben. Ich finde, das wäre einfach fair. Ich finde, das wäre einfach cool und so. Warum töte ich die eigentlich? Was ist denn hier? Ist das eine Tür? You've opened the lock. Es ist eine Tür. Sehr gut. Ah! Ich mag das, wenn Gegner explodieren. Aber das war gerade so, wow, okay. Keine Zeit verlieren. Weißt du, die Zombies parken da irgendwie in der Kanalisation und gucken blöd und machen gar nichts. Und so, ich bin noch nicht mal durch die Tür durchgegangen. Der Bildschirm ist noch nicht fertig geladen. Es ist noch dunkel und die Spinne sprintet schon auf mich zu. Meine Güte. Aber ging ja nochmal gut aus. Übrigens, holy, ich habe gerade den Minz-Matcha. Eistee. Mein absoluter Lieblings-Eistee. Wirklich geil. Man kriegt bei Holy halt einfach Pulver nach Hause geschickt und kann sich richtig guten, hochqualitativen, veganen, zuckerfreien Eistee machen. Ich kann echt immer noch nicht glauben, dass das zuckerfrei ist, das Zeug, weil es schmeckt einfach geil und nicht nach Süßstoff oder so, wie man das kennt. Super lecker. Ich bin wirklich ein großer Fan von Holy Tees. Im Eck oben in der Richtung findet ihr die Codes, wenn ihr auch mal bestellen wollt. LSBR für eure erste Bestellung 5 Euro und LSBR 10, 10% auf alles, was ihr da bestellt. Die Eistees, alle sehr empfehlenswert, aber Holy Matcha und Apfel, meine Empfehlungen. Einfach nur geil. Wirklich geil. Minze ist für mich nur als Zahnpasta, okay. Ich kenne auch Leute, denen ist der wirklich zu minzig. Einen guten Freund von mir, den habe ich auch schon angefixt mit Holy. Aber der mag die tatsächlich nicht, weil das erinnert ihn zu sehr an Berliner Luft. Und da hat er sich mal, ne, hat er mal zu viel davon erwischt. Also so Pfeffi, so Pfefferminzschnaps. Das muss man schon mögen, aber ich finde es mega geil. Oh! Ich muss schon sagen, das war cool gerade, oder? Wie die Spinne da durch das Ding gekrochen ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war auch ein bisschen creepy. Nice. Sehr nice. Well played, Resident Evil 1.5. Ich speichere mal. So. Rate my gaming setup.
Wow, das ist ja cool. Sowas gibt's in, na gut, im Original Resident Evil, zumindest im Remake, haben wir, glaube ich, auch so eingesponnene Körper, ne, im Nest von der Bossspinne. Aber das ist irgendwie, das sieht, ich finde die Hintergründe in 1.5 sind noch mal ein bisschen verwaschener und schwammiger als die im fertigen Spiel. Aber dadurch wird das auch so ein bisschen creepy. Ich mag das irgendwie, ne, das regt die Fantasie an. Man sieht schon, oh Gott. Man sieht schon, was es sein soll, aber es ist ein bisschen schemenhaft und so. Eine Fuse is missing und da ist eine Leiter, die ich schieben kann. Wohin schieben wir die? Das ist jetzt die Frage. Wo muss ich ran? Ich kann die hier einmal komplett rumschieben, aber ich wüsste nicht. Ich könnte natürlich versuchen, in die Schächte zu kriechen, aus denen die Spinnen kamen. Ich halte das für eine unfassbar dumme Idee, aber wir könnten es machen. Ich kann auch mal einfach die Leiter wegschieben, damit wir da an das Kästchen können. Das man da unten sieht. Das Hochstromkästchen. Das können wir auch mal versuchen. Nee, das ist scheinbar nix. Na gut. Der Generator ist anscheinend nicht an. Hier sind 4 Schalter. Willst du sie drücken? Okay. Ich muss erst die Sicherung einsetzen. Die Sicherung ist vermisst. Ja, dann schiebe ich jetzt die Leiter mal, weil ich kann die jetzt gerade nicht nach rechts einfach rüberschieben. Ich schieb die jetzt mal durch den ganzen Raum bis zu dem Loch, wo die Spinnen durchgekommen sind. Mein Holy Adventskalender ist heute angekommen. Nice. Sehr cool. Aber nicht vorher reinschauen, sonst kommt das Christkind nicht. Jetzt habe ich sie zu weit geschoben, die Leiter. Jetzt kriege ich sie nicht mehr von der Wand weg. Muss ich noch mal rein und wieder rausgehen. Ich weiß eh nicht, ob das richtig war überhaupt hier. Aber ich wüsste nicht, wo ich sonst eine Fuse herkriege. Ich gehe mal noch mal rein und wieder raus und hoffe, dass keine Spinnen mehr kommen. Ja, so Berliner Luft oder so Pfeffi. Was? Warum wirst du nicht resettet, Leiter? Bist du bescheuert? Ist schon noch mal viel intensiver, auf jeden Fall. Das kann man so direkt nicht vergleichen. Aber wenn man da halt sich schon mal einen satt getrunken hat dran, dann kann ich verstehen, warum das die Assoziationen erweckt. Die Fuse is missing. Nein, lass mich gehen. Ich glaube, ich muss neu laden, weil sich die Leiter nicht resettet. Ich hoffe, ich habe nicht mehr gespeichert, seit ich die verschoben habe. Ich glaube nicht. Aber wir müssen vielleicht noch mal ein, zwei Spinnen töten. Aber ich vermute, es hat irgendwas mit der Leiter zu tun, oder? Nice, gleich bestellen und testen. Cool. Vergiss nicht die Codes. Ja, ich befürchte, ich muss wirklich schnell neu laden. Okay, dann laden wir nochmal. F3. Irgendwann passiert's. Ich kann es euch jetzt schon sagen. Irgendwann wird es passieren, dass ich F1 statt 3 drücke, wenn ich laden will und ich überschreibe und wir haben uns gesoftlockt und ich fange nicht nochmal von vorne an. Dann haben wir es offiziell durchgespielt, wenn es nach mir geht. Dammit. Dammit! Okay, ich lade nochmal. Das lief gerade so katastrophal schlecht. Dass der erste Schuss nicht getroffen hat, war einfach nur eine Unverschämtheit. Das gibt's doch nicht. 2 Treffer, ey. Du blödes Ding. Okay, ich speichere nochmal mit F1. So. Und schieb mal die Leiter. Einfach mal an das Gerät ran, ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht die Lösung. Aber es wäre cool, wenn da oben zufällig eine Sicherung liegt. Nee. Oh nein, ich glaube, ich habe mich durch die Welt... Oh ja, ich bin gerade wieder aus der Welt gesprungen. Naja. Okay. Ich verstehe leider wirklich nicht, wie das mit der Leiter funktionieren soll. Die steht saublöd. Die parkt saublöd an der Wand. Ich mag die Grafik schön retro-nostalgisch. Ja, das stimmt. Okay, Vorsicht. Ich versuche jetzt mal... Hä? Dass ich das an den zweiten Schacht schiebe. Mal versuchen wir es mal so.
Okay. Scheint irgendwie nicht zu klappen. Ich schiebe mal noch ein bisschen weiter. Vielleicht bin ich nur nicht wirklich am Loch dran. Ich glaube eigentlich schon. Okay, und jetzt können wir fliegen. Oh! Keine Ahnung. Was? Okay, so kann man es auch machen. Nice. Wir sind einfach irgendwo, glaube ich, durch so einen Schacht durchgeflogen jetzt. Cool. Und der hat die Sicherung für uns, stimmt's? Der Körper eines Kanalarbeiters. Er hat was in der Hand. Ein Antidot-Spray. Ja, nehme ich auch mit. Aber ich bin jetzt enttäuscht, dass er keine Sicherung hat. Ein Antidot-Spray dagegen, das wäre nicht schlecht. Das würde ich nehmen. Ob man damit Zombies heilen kann? Ich gehe mal da rein. Nachricht der kaputten Tür. Während wir hier Wartungsarbeiten durchgeführt haben und Construction Work, also Bauarbeiten in dem Kanalsystem von Raccoon City, haben wir ein Problem mit dieser Tür festgestellt. Sie ist durch das Wasser zugerostet und durch die Lecks. Wir haben alles versucht, aber nichts hat funktioniert. Man müsste sie schon mit explosiven Heavy-Dingensbummens in die Luft sprengen. Ich muss den Manager fragen, ob wir das dürfen. Bill Johnson, Knights Construction Company. Will you use the time bomb? Ich habe eine time bomb? Okay. Was? Seit wann habe ich eine time bomb? Bomb activated. I have 10 seconds before it detonates. Ist jetzt schon explodiert? War es das? Anscheinend. Das waren die kürzesten 10 Sekunden ever. Was? Warum? Ist hier der Kopf von Akuma und was ist das? Check. Joker item unused in this recreation. Included as a tribute to a very famous ETM April Fool's Day prank involved the original involving. Okay. Cannot be used here. Ich schätze, das brauchen wir nicht. Ich schätze, das können wir wegwerfen. Das ist wahrscheinlich nur. Das ist ein Street Fighter Easter Egg. Aber warum ich das jetzt hier finde, das verstehe ich nicht. Eine alte Schreibmaschine. Vielleicht findet sie irgendjemand auch in diesen Zeiten noch nützlich. Ist auch ein guter Text dafür. Ich behalte die Maske jetzt mal im Inventar, vorsichtshalber. Mein Gott, ihr bestimmt hier nicht. Guckt euch an, wie gigantisch die Tür ist und wie riesig die Lampe ist. Wir sind gerade, indem wir die Treppe hochgegangen sind, sind wir gerade geschrumpft. Wir sind Elsa im Wunderland. Damn it. Okay, gehen wir mal durch die gigantische Tür als Mini-Elsa. Ja, die Bombe haben wir irgendwie. Oh Gott. Hey, Spinnen sind aber. Die sind aber echt gemein positioniert in dem Spiel, oder? Was? Warum überlebst du 3 Schüsse? Keine Spinne hat bis jetzt 3 Schüsse überlebt. Das ist sehr gemein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unsere Munitionsvorräte sind auch sehr gemein. Finde ich gar nicht gut. You opened the lock. Na dann. Ist nichts Neues, dass man jemals schrumpft. Ja, auf dem Tisch, das war schon das Highlight. Uiuiui, jetzt wird's hier verwirrend. Was ist denn das hier bitte für ein weirder Raum? Das sieht ein bisschen aus wie das Startgebiet aus The Elder Scrolls Arena. Würde mich nicht wundern, wenn gleich Orks um die Ecke kommen. Oh, hey, was macht ihr denn hier? Das ist ja ein Zufall. Ich dachte, ich brauche noch irgendwie eine Fuse, aber dann gehen wir da halt hoch. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Oh,
What is this place? These corpses are definitely police officers. This used to be a chemical plant, but it was something I don't know. Oh, what happened here? Sarah! Elsa! I'll be okay. Just stick close to me. Let's go. We should find somewhere to hide for now. Okay. John, alles okay? Ah, sind wir zu dritt? Guckt euch das an, wir sind eine richtige Gang jetzt. Jemand gibt dem Kind eine Waffe. Dann sind wir unaufhaltsam. Irgendwas Kleines. Kleinkaliber. Wir sind hier in den USA. Ja, doch bestimmt schon mal geschossen. Eine Bazooka oder sowas. Ganz schön viel tote Polizisti. Sind wir jetzt da schon durchgegangen? Hier liegen nämlich noch mehr herum. Wo bin ich? Wo müssen wir hin? Das ist das Fabrikgelände. Das ist ganz interessant. Das wurde nämlich aus Resident Evil 2 rausgeschnitten tatsächlich. Also das ist sogar, das sind sogar Teile davon noch in den Game Files von Resident Evil 2, wie es released wurde. Oh, gut, dass ich reingegangen bin. Aber die Fabrik hat es nicht geschafft ins fertige Spiel. Irgendwie laufen die Texte viel zu schnell durch. Ja, brutal, ne? Ich finde auch, ich kann die überhaupt nicht mitlesen. Keine Chance. Na, dann gehen wir da mal rein. Ich weiß auch nicht, was John hat, ne? Gut, alles wird gut, John. It's locked. An ID card is required to open. Ja, vielleicht müssen wir eben doch nochmal zurück in die Kanalisation, um letztendlich dann irgendwie die ID-Card zu finden, ne? Während der hier rumschießt. Lautlos. Warte mal, von wo sind wir gekommen und wo gehen wir hin? Und ich verstehe das alles nicht. John schießt irgendwie ständig auf etwas. Why? Ja, das habe ich auch. Oh Gott, Hunde. Ach, die sind auch tot. John will, dass wir da reingehen, aber it's locked. Sherry, come back! What's wrong? Why did you start running? Elsa, I know a secret! A secret entrance? Yes, here, I can go inside and open the doors for you! Warum klingst du wie ein Geist, Sherry? Unlock the back door, just wait by the door! Hey, Brett, what? So ungefähr war der Text gerade. Oh, jetzt bin ich Sherry. Ich speichere mal. F1. It's me, Sherry the Ghost. Run for your life! I will eat your souls! Sherry war mir schon immer suspekt. Wer ist hier das wahre Monster? I need to hurry and save the others. Ja, aber wie denn, Sherry? Ich weiß überhaupt nicht, was wir hier drin wollen. Wir können ja die Treppe mal hochgehen. Nee, I need to hurry and save the others. Ja, aber wo, wie denn, was soll ich denn machen? Wo ist denn hier bitte eine Tür, die ich öffnen soll? Ich verstehe aber. Ach, guck. Alles gut. oh Gott, das ist ein bisschen creepy hier. Die Tür geht nicht auf. Anscheinend muss ich nicht mehr in die Kanalisation und Dinge hier finden. Die Diffuse und so weiter. Das ist gar kein richtiges Rätsel. Ah, guck mal, Sherry hat alle Waffen und hat auch gerade die Pumpgun ausgerüstet und... Gut, wir teilen uns ein Inventar anscheinend mit ihr. I need to hurry and save the others. Ja, wie denn? Wollen wir wirklich in den dunklen Gang gehen? Sherry ist ein mutiges Mädchen. Ein mutigeres Mädchen, als ich es bin. I need to hurry and save the others. Ja, ich weiß ja nicht, wie.
Kann Sherry die Kiste da vielleicht verschieben? Können wir da vielleicht irgendwie durchgehen irgendwo oder so? Oh, die kann die Kiste bewegen. Aber wirklich nur, boah, millimeterweise. Ist ja auch, macht ja auch ein bisschen Sinn. Sherry hat jetzt nicht so viel Masse, ne? Ja, die hat auch mit 8 schon einen Ausweis. So ist das. Das stimmt. The power is off. Aha. Sherry, ich weiß nicht, was wir jetzt hier machen. Lies mal den Zettel. Nein, doch nicht. Also, jetzt gehe ich nochmal. Hier ist eine Tür. I need to hurry and save the others. Okay. Hier ist nix. Können wir auf die Kiste klettern? Das wäre mal ein Hinweis vielleicht. Wir können... Aha! Oh Gott, es dauert eine Viertelstunde später, aber es geht. Genau. Yes. Und wir haben Strom. So. Das ist ein Fortschritt. It won't open. I need a key to open this. Na gut. Wir haben Strom. Muss ich nochmal an den Schalter hier gehen? Nee, oder? The power is already on. Genau, gut. Das hätten wir. Jetzt schauen wir uns nochmal um. Ich weiß nicht, für was wir Strom brauchen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht können wir jetzt irgendeine Tür öffnen, die wir vorher nicht öffnen könnten. Waren das gerade alle Voice Mod? Was meinst du mit alle? Theoretisch kann ich hier ganz viele einstellen. Ich kann das modulieren, wie ich will, aber das sind zwei, die ich mir halt auf zwei Knöpfe hier gelegt habe. You've taken the latch key. Ah. Ich glaube, du musst die Holzbox bewegen und dann den Strom um dann... Das haben wir ja schon. Aber ich glaube, ich habe jetzt hier den Schlüssel, ne? Ja, da sind die auch schon reingeladen worden. Ich habe es genau gesehen. John, oh Gott, da wird was gesprochen. Elsa, are you okay? Yes, somewhat. I thought I was done for. Hey. You really saved my butt there. You really did save us. Thank you. What's your name, kid? It's Sherry. Sherry, huh? I'm John, and you can rest assured that I cannot read what I say because I talk too much, and no one can read my texts this fast. That's why I am John. Oh, simplistic. Anyway, whatever. Who cares anyway what they are talking? I don't know. You're dead? Oh, ich höre was. Oh, oh. What was that? I don't know. Sounds like somebody's in there. There wasn't anybody before. Let me deal with it, John. Take Sherry somewhere safe. Will do. Oh, you sure allow. You stay with me now, you hear? Yes, sir. No, what? What? I like you, just like I like Elsa. Oh, shucks. Was heißt denn shucks? Good luck. Thanks. Oscar. Oscar-reife Dialoge haben wir hier. Das ist ja großartig. Ich speichere mal ein bisschen. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. So. Nein, es ist Marvin. Who are you? I'm Marvin Brang, RPD. I'm here for some reason. Leon? How is he? He's alright, and he's helping me and Ada escape to the city. Ada? Someone we rescued from the RPD. Will you tell me that me and John and Sherry are here? Will do. See you soon. Aha, Ada kommt also in Leons Kampagne auch schon vor hier in Resident Evil 1.5. Das ist ja interessant.
So, mindestens 2% der Texte habe ich erfolgreich lesen können. Das ist ja schon mal gut. So, weiter geht's. Der ist im Original Resident Evil 2 ist seine Rolle sehr viel kleiner, ja, definitiv. Da ist er schon sehr tot, wenn wir ihn treffen. Hier nicht. Officer. Oh, warum haben wir Messer ausgerüstet? Was ist denn los? Ich war doch gerade noch im Menü. Hä? 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 Ich hab doch die Schubflinte ausgerüstet. Was ist los? Was ist denn jetzt wirklich los? Guck mal, da steht irgendwie Equipped Arms, Schrotflinte, Standard Arms, Messer, aber ich möchte das Messer bitte nicht equipped haben eigentlich. Ah, jetzt hat's funktioniert. Wartet mal, jetzt versuche ich nochmal die Schrotflinte zu nehmen. Aha, gut, jetzt geht's wieder. Puh, ich hatte schon Angst, wir müssen jetzt den Knife-Only-Run hier starten. Yeah! Double Shot. Aber die dicken Zombies halten immer mehr aus, ne? Na gut. So viel auch wieder nicht. Was haben wir denn da? Komm her. Aha! Green Medizin. Das war es nicht wert, die beiden Zombies dafür zu erschießen, muss ich sagen. Ada war in der Fassung eine Umbrella-Angestellte gewesen. Ja, das hätte sogar ein bisschen mehr Sinn gemacht mit dem Ada-Brief, den wir im ersten Teil finden können. Ne? Hätte besser zusammengepasst. Elsa will einen Durchlauf nur mit Messer haben. Ja, ich befürchte es auch. Aber konnten wir nochmal ausreden zum Glück. Nanu, warum steht da mitten im Raum irgend so ein komischer Aufzug? Es wird immer wilder hier. Und irgendwie steht hier mitten im Raum so eine Kiste. Hä? Warte mal, ich muss mal kurz speichern, bevor ich versuche, da runter zu springen. Okay. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung, hier runter zu springen. Der Computer scheint zu funktionieren. Da ist eine Nachricht. Im Falle, dass die Maschinerie nicht mehr funktioniert, wird es notwendig sein, den roten Meisterschlüssel einzusetzen, um das System wieder herzustellen. Aha, den haben wir nicht. Hey, aber ich sehe tatsächlich, wisst ihr, das Spiel ist jetzt total verbuggt und unfertig und so weiter und klar, ist ja auch nur eine fangemachte Rekonstruktion von einem unfertigen Spiel, von ein paar Dateien im Endeffekt und so. Aber ich sehe da eigentlich schon Potenzial. Ich glaube auch das Spiel, oh Gott, hätte schon funktionieren können, hätte schon gut werden können. Die Boxen blockieren den Weg. Will ich zu den Gorillas? Kann ich zu den Gorillas? Ich kann und will nicht zu den Gorillas. Perfekt, das trifft sich gut. Also, ich meine, Resident Evil 2 ist schon mein absolutes Lieblings-Resident Evil und ich glaube, es ist aus heutiger Perspektive super schwer zu beurteilen, wie mir das Spiel hier, das wir jetzt gerade spielen, im fertigen Zustand damals gefallen hätte. Aber so vom Gefühl her, denke ich, hätte auch Resident Evil 1.5 im fertigen Zustand ein sehr gutes und vielleicht auch legendäres Resident Evil werden können. Aber ich will mich nicht beschweren, ich bin sehr zufrieden mit dem Resident Evil 2, das wir damals bekommen haben. Insofern. Ich laus der Affe. Heißeste Aufzug der Welt. Bei Umbrella. Ach guck, mit dem hätte ich da auch runterfahren können. Ja, aber dann... Guck mal. Ach, das ist mein Schatten, der in die untere Ebene fällt anscheinend. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich habe gerade das Bild gewechselt und dachte, ich wäre von irgendwas komischem verfolgt. Ein schwarzer Schleimblob am Boden. Aber das ist mein eigener Schatten. Ich hatte Angst vor meinem eigenen Schatten, wortwörtlich. So, was machen wir mit der Kiste? Soll ich die mal versuchen, runter ins Loch zu schieben?
Ich speichere vorher mal, aber das versuchen wir jetzt. So. Servus, guck schon gefühlt ewig deine Videos zu Fallout. Für Livestreaming fehlt mir leider meistens die Zeit und um ehrlich zu sein, habe ich auch nur an Fallout Interesse. Nichtsdestotrotz wollte ich mal Danke sagen. Ich danke dir. Vielen Dank. Ich habe Fallout-Content noch im Hinterkopf. Ich habe da auch noch Sachen geplant und so weiter. Nur weil ich mich jetzt gerade sehr auf Resident Evil konzentriere, heißt das nicht, dass Fallout für immer tot ist, ne? Aber gerade, ne, habe ich halt einfach Bock auf Resident Evil. Was soll ich sagen? Aber ich habe ein paar Videoideen. Die sind aufwendiger und umfangreicher, definitiv. Deswegen dauert das auch ein bisschen länger. Aber ja. Ich habe Fallout nicht vergessen. Es gibt ja viele Voice Changer. Ich habe einfach die quasi das Rode X Mischpult / Capture Card. Super Red Hawk. Die nehme ich. Aber anscheinend müssen wir hier nicht unbedingt herkommen. Zumindest jetzt nicht. Aber wir haben jetzt die Super Red Hawk. Fühle ich mich gleich ein bisschen sicherer. Auch wenn wir nur 6 Schuss dafür haben und das Inventar wird voll. Die Maske muss bald raus, aber das ist schon mal cool. Ich speichere das. Genau, und mit dieser Rode X-Capture Card kann ich Konsolen. Bingo. Dankeschön, Just Smithy, für die 100 Bits. Oh nein. Ich muss aufpassen, dass wir nicht ins Nichts laufen. Was wollte ich sagen? Genau, ich hab eben Rode X hier, das ist eine Capture-Card, aber gleichzeitig auch ein Soundmischboard. Da steckt auch mein Mikrofon und Kopfhörer drin. Und im Endeffekt geht mein ganzes Audio-Setup, auch vom Rechner, alles wird durch dieses Rode X jetzt durchgeschliffen. Und hier habe ich eben auch ein paar lustige Knöpfe. Da kann ich ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel Soundeffekte. Und zum Beispiel eben auch meine Stimme und alle möglichen Effekte verstellen und... Das ist cool. Genau. Streamer X. Rode X. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es heißt und so. Aber ja, es existiert. Müssen wir jetzt wieder irgendwo zurückgehen? Wir brauchen auf jeden Fall eine rote Capture Card. Ah, okay, ist bestimmt teuer. Das war wirklich ein bisschen teurer, das Ding. Ich kann es dir gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen, aber das waren schon so 400 Euro. Aber die wollte ich schon lange mal ausgeben für ein ordentliches Sounddesign und eine ordentliche Capture Card und sowas, ne? Ich habe da jahrelang immer so ein bisschen mit Kompromissen rumgedaddelt und jetzt habe ich endlich mal was Ordentliches. Das ist schon cool. What happened? Sind alle... Oh Gott, es sind alle toten Polizisten wieder aufgestanden. Nein. Dammit. Jetzt muss ich echt gucken, wo wir eigentlich hin müssen und so weiter. Wir haben leider auch nicht mehr ewig viel Munition und so, ne? Guck mich jetzt auch mal mit ihr hier um. Da gab es ja ein paar Türen, durch die wollte Sherry nicht durchgehen, weil sie gesagt hat, nein, wir müssen die anderen retten. Jetzt gucke ich da mal. What? Der Raum wurde offensichtlich nicht ganz fertig, ne? Aber das finde ich auch interessant. Und hier ist auch unsere Keycard, Hallo, die wir brauchen. Hallo an dich und die Community. Was ist eigentlich die Herkunft von diesem Outfit von Claire? Vielen Dank nochmal für die Bits, Just Smithy. Also, wir spielen hier quasi in Resident Evil 1.5 Elsa, die ursprüngliche zweite Figur in Resident Evil 2, die dann quasi zugunsten von Claire gestrichen wurde. Und dieses Bonus-Outfit, das Claire im Remake von Resident Evil 2 hat, ist quasi so eine Referenz an Elsa. Also, im Endeffekt spielen wir hier jetzt den Ursprung von Claires Outfit. Das ist so ein bisschen Easter Egg. Ach, das ist ja voll nice irgendwie, dass hier wirklich so ein Beta-Raum ist, ne? Einfach nur mal so, um die grobe Architektur schon mal für die 3D-Map-Designer da festzulegen. Finde ich cool. Wir machen heute bis 21 Uhr wieder, wie immer.
Ich habe schon überlegt, ob ich mal länger streamen soll. Ne? Drei Stunden sind für so einen Stream eigentlich kurz, wenn ich mich so umgucke, was andere Leute so streamen oder wie lange. Keine Ahnung, muss man mal gucken. Ich muss halt irgendwie den Hauptkanal und Podcast und Livestreamen alles unter eine Decke auch bringen irgendwie. Ne? Das ist. Ich hätte gerne einfach dreimal so viel Zeit und Energie. Ich nehme mir leider immer viel zu viel vor und muss Prioritäten setzen viel öfter. Schade. Eigentlich. Aber aktuell finde ich das Stream eigentlich ganz cool mit euch. Macht mir echt Spaß. Es ist halt nur rein so wirtschaftlich eine kleine Nebeneinnahmequelle aktuell. Deswegen ist es schon auch wichtig halt einfach, dass ich weiterhin die Videos mache. Das ist meine Haupteinnahmequelle. Und ich meine, ich mache die auch gerne. So ist es ja auch nicht. Ja, muss man halt alles balancen. Okay, jetzt haben wir die rote Keycard. Jetzt können wir irgendwas an dem Computer machen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, was. Aber gucken wir mal. Ich glaube, das war auch schwer, das alles zu vergessen. Resident Evil ist aber auch eine coole... Ich kann immer, das ist immer voll blöd, ich kann eure Chatnachrichten da nicht lesen, weil da dieses Herzchen-Spam-Symbol im YouTube-Chat eingeblendet ist. Da fehlen mir ein paar Buchstaben immer. Aber naja. Leider finde ich die neuen nicht so gut. Resident Evil 4 und 5 finde ich am besten. Echt, magst du die Remakes nicht so gerne? Ich finde das Remake von Resident Evil 4 schon auch sehr gut. Kann ich mich wirklich nicht beschweren. Das Original Vierte wird für mich auch immer... Ne, einen besonderen Platz haben, aber ich finde das Remake von 4 schon echt sehr gut. Es wäre cool, wenn Elsa in Resident Evil 9 auftauchen würde. Das wäre mega. Das fände ich wirklich richtig, richtig mega geil. Das fände ich so ein schönes, ja, eigentlich ein Comeback. Auch wenn es nicht wirklich eins ist. Das wäre super. Das kenne ich nehme mir auch immer zu viel vor. Ja, das ist für mich ein Riesenproblem, dass ich immer sage, ach komm, ja, das geht auch noch und das machen wir auch noch und da habe ich auch noch Bock drauf. Dann ist irgendwie Freitagabend oder so und ich habe die ganze Woche nicht mal die Hälfte von dem geschafft, was ich machen wollte, so ungefähr, ne? Das ist halt nicht so gut. Vor allem, weil ich dann auch viele Versprechungen mache, die ich natürlich nicht halten kann. Und dann sind Leute logischerweise auch enttäuscht und das ist alles blöd. Muss ich wirklich dran arbeiten. Wir haben den roten Meisterschlüssel benutzt. Das System wurde successful wiederhergestellt. I don't need this anymore. Welches? Was? Hä? Ah, ich weiß. Jetzt können wir leider, befürchte ich, bei den Gorillas weiter, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir zu den Gorillas gekommen sind. Wo war denn gleich nochmal die Gorillatür? Aber jetzt fließt das Fließband quasi. Ja. Genau, als... neuer offizieller Charakter eingeführt. Ne, man könnte ja sogar irgendwie sagen, dass Elsa ein altes Mitglied in Claires Motorradgang war oder irgendwie sowas. Okay. Wie gesagt, hey, könnt ihr euch erinnern, wie wir zu dem Fließband mit den beiden Affen gekommen sind? Ich kann mich absolut nicht mehr erinnern, wo da die Tür war. Hast du die Platin-Trophäe von Resident Evil 4 Remake? Ich bin nicht so der Trophy-Hunter, deswegen kann ich es dir ehrlich gesagt nicht mal sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe, glaube ich, noch nicht ganz alle so In-Game-Achievements von Resident Evil 4 Remake abgearbeitet, tatsächlich. Ich habe mir da die gesucht, für die man die... Ah, hier geht's, glaube ich, weiter. Für die man die Belohnungen kriegt. Und habe danach gespielt, quasi, welche Sachen man freischaltet. Aber ich glaube, sowas... Ich glaube, mit Leon habe ich es zum Beispiel noch nicht mit Messer mit Pistole oder ohne Händler oder so durchgespielt. Hä? Ich dachte, jetzt läuft das Fließband. Und warum kann sie da einfach nicht drüber steigen? Ich dachte, jetzt habe ich das reaktiviert. Hey, Affen, könnt ihr mal da auf den roten großen Knopf drücken? Nee, schade. Ah, there's a button. Oh, oh. Wahrscheinlich kommen jetzt... Soll ich die Affen... Nee, ich heb mir... Ah, ich heb mir die Magnum-Munition auf.
Oh Gott, jetzt kommen die, jetzt können die zu mir, oder? Oh Gott, guckt euch die riesen Dinger an. What? Guckt euch das an. Das ist ja nice. Aber ich sollte vielleicht mal weggehen, oder? Der kickt mich gleich. Das ist ja so ein bisschen, ne? Chimera hier. Oh, oh, ich habe keine Munition mehr für das Ding. Ah, das ist schlecht. Naja, gucken wir mal, ob ich den mit der Pistole noch tot kriege. Ich wollte die Ilea schießen. Treffe ich den überhaupt? Der trifft mich aber auch nicht. Was ganz gut ist eigentlich. Ja, dann hilft's nicht. Packen wir die schweren Geschütze aus. Gott, der Schrei, der kann einem ja richtig leid tun. Da muss man verständnisvoll sein. Das sind immer kniehohe Kisten. Ja, ja, ja. Hüfthohe Hindernisse, ne? Unüberwindbar für Videospielfiguren. So sind die Regeln. Kann man nichts machen. So. Was machen wir jetzt mit dir noch? Nein! What? Oh. Ach, aber der kann mich schon treffen, oder was? Was war denn das jetzt? Come on, die größte Munitions... Ich weiß leider nicht mehr, wann wir das letzte Mal gespeichert haben. Aber das war jetzt gerade einfach nur gemein. Warum habe ich den nicht getroffen, ey? Zum Glück ist er wenigstens auf einen Schuss gestorben, aber trotzdem war das nicht nett gerade. Jo, cool, wir haben keine Munition mehr für nichts. Dammit. Wir haben noch 15 Schuss Maschinenpistole, das war's. Wir sollten jetzt ein bisschen sparsam sein. You opened the door lock. Ich kann leider mit Elsa nichts anfangen. Ja, aber ich meine, ist ja auch nur... Ist ja quasi auch nur nicht Claire, ne? Aber ich find's cool schon, irgendwie. Hä? Jetzt bin ich einfach nur einmal im Kreis gelaufen, oder was? Für was habe ich jetzt die Maschine in Betrieb genommen und die Affen erschossen und so? Was zur Hölle ist denn jetzt los? Munition wird überbewertet. Ja. Lass mich mal kurz, Hunde. Ich muss mal nochmal in die Fabrik zurückgehen. Ich habe da hoffentlich wahrscheinlich irgendwas übersehen. Das wäre ja jetzt schon leicht frustrierend, wenn ich jetzt komplett einfach umsonst das alles gemacht hätte. Super viel Munition verschossen, noch ein paar Treffer kassiert. Aber dann wäre alles... Also, es macht ja überhaupt nichts Sinn hier. Es macht ja wirklich überhaupt keinen Sinn. Warum sollte ich das machen? Einfach nur, damit ich wieder dahin zurückkomme, wo ich schon war. Was ist denn los? Oh Gott, Spiel. Was zur Hölle? Wusstet ihr, ich weiß nicht, wie ich da gerade drauf komme wegen dem Fließband, aber ich finde es faszinierend. Wusstet ihr, dass Züge zugreifen, so leicht angeschrägt sind, so leicht konisch und deswegen... können die Kurven fahren. Weil wenn die einfach nur gerade wären, ne, würden die, wenn die auf eine Kurve stoßen, halt einfach rausspringen. Weil das geht halt einfach nicht, dass die geraden Kanten, ne, sich irgendwie biegen. Es ist, deswegen sind die so konisch und dadurch fahren die automatisch Kurven. Weil die quasi in die Kurve reinkommen und dann wird die Reibungsfläche auf der einen Seite weniger und auf der anderen mehr. Und dadurch dreht sich das mit weniger, mit der kürzeren Reibungsfläche, also der kleineren Kugel quasi, ne, schneller im Verhältnis und dadurch macht das automatisch eine Kurve. Das finde ich faszinierend. nur mal so, damit ich meinen Bildungsauftrag erfüllt habe. Als kleinen Fun Fact. I like trains. Na, eigentlich ist mir Züge egal, aber das fand ich faszinierend. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, woher ich das weiß. Ich glaube, kennt ihr Wesauce? Wesauce ist ein sehr cooler, sehr unterhaltsamer Wissenschaftskanal. Den gucke ich gerne. Kann sein, dass ich da einen Wesauce Short gesehen habe dazu oder so. Weiß ich nicht mehr. Ich laufe jetzt gerade einfach mal ein bisschen blöd durch die Gegend, weil ich keine Ahnung habe, was los ist. Gucken wir jetzt einfach mal. It's locked. Man braucht eine ID-Karte, um es zu öffnen.
Die Karte haben wir leider nicht. Wir haben nur sehr viele Zombies hier. Guck mal, der kann ja hochklettern. Das ist eine lustige Animation irgendwie. Oh Mann, oh Mann. Keine Ahnung. Ah! Ich unterschätze immer, wie schnell die sind. Arschgeigen, ey. Panel funktioniert nicht. Ich glaube, ich lade jetzt dann eh gleich nochmal neu, ehrlich gesagt. Aber ich will jetzt mal gucken, was zur Hölle hier los ist eigentlich. Riesen Polizeiauto auch in der Perspektive gerade. Gibt's hier noch irgendeinen Weg vielleicht? Ich check's halt einfach nicht, warum ich da einmal im Kreis geschickt werde. Ah. Jetzt hat Elsa die gleichen Symptome wie John vorhin. Hä? Verstehe ich nicht. Ich finde es cool, weil Elsa in Resi Neuler als Charakter eingeführt werden. Ja, das hatten wir vorher auch schon gerade. Die Idee. Finde ich auch cool. Wie heißt dein Pult für die Stimme? Rode X. Rode X heißt das immer noch. Die Dinos von Dino Crisis vs. Zombies aus Resident Evil. Wer würde gewinnen? Ich würde ganz stark sagen, die Dinos. Ich denke, wir würden verlieren diesen Kampf. Weil die Zombies würden zwar wahrscheinlich von den Dinos einfach gesnackt werden, aber dann wären die Dinos infiziert und würden zu Zombie-Dinos werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Zombie-Dinos schlimmer oder weniger schlimm sind als normale Dinos. Aber wir, das ist schon, ne, kann man so Gedankenexperimente durchspinnen. Weil, ich meine, Dinosaurier sind technisch gesehen nicht wirklich Reptilien. Aber Reptilien werden durch den T-Virus in der Regel immer sehr, 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 sehr groß. Wenn wir jetzt so einen T-Rex mit dem T-Virus infizieren, könnte der einfach fucking Godzilla werden, ne? Aber andererseits werden Vögel in der Regel bleiben so klein, wie sie sind und sind ziemlich nutzlos. Und liegt da irgendwas auf den Kisten? Das sieht so aus, ne? Das ist wahrscheinlich nur ein Grafikfehler. Und dann wären es halt einfach nur leicht aggressivere Dinos, ohne irgendeine Veränderung, wenn die sich eher wie Vögel entwickeln. So wäre es ja schwer zu sagen. Aber vielleicht wirkt der T-Virus auf Dinos wieder ganz anders und die werden sehr harmlos und kuschelig. Könnte auch sein. Attaway 87 ist jetzt ein Bird Rider. Mögen Attaway. Die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Vielen Dank für deinen Sub. Freut mich sehr, dass du vorbeischaust und reinsubst. Dankeschön. Tja. Werden wir wohl nie erfahren. Ein Dino Crisis. Könnte man. Hey, ich muss mal. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Dino Crisis gespielt oder mich da großartig irgendwie beschäftigt damit. Aber könnte man ein Dino Crisis Resident Evil Crossover machen? Könnte Dino Crisis im Resident Evil Universum spielen? Ich glaube, es gibt in Dino Crisis wirklich auch ein Easter Egg, das irgendwo Umbrella-Kisten rumstehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wie gesagt, nie selber gespielt, habe ich nur irgendwo gelesen. Und wenn das kombinierbar wäre, dann wäre es halt einfach nice, wenn die es machen würden. Wenn es da keine großen Lore-Probleme gibt, würde ich zu Capcom sagen, hey, mach das. Let's do it. Go for it. Und dann machen die jetzt einfach ein Resident Evil. Da machen die jetzt Dino Crisis Remakes und dann machen die das große Crossover. Fände ich super cool. Ja, ich weiß schon, dass ich nicht speichern kann und so. Ich wollte ja nur mal gucken, ob ich hier vielleicht in dem weirden, untexturierten Raum irgendwas vergessen habe. Solche Hintergründe findet man ja auch noch in Resident Evil 2, in der GameCube-Version, in den Game-Files. Das finde ich schon interessant. Konzepträume. Ja,
weiß nicht, wo wir hin müssen. Würde der T-Rex beim T-Virus T-T-Rex heißen? Das sind die Fragen, ne? Da müssen sich mal die größten Philosophen unserer Zeit damit beschäftigen. In irgendeinem Resident Evil Buch, aber auch in der Buchreihe kenne ich mich nicht so stark aus, da habe ich mich auch nur so oberflächlich damit beschäftigt, gibt es tatsächlich ein T-Rex-artiges Monster. Also der wird so beschrieben, dass er so aussieht, im Grunde wie ein relativ humanoider T-Rex. Wie kannst du eigentlich auf das Logo mit dem Hahn und den Kraken? Im Grunde ist das so ein Running Gag aus meinem Freundeskreis. Es gibt so ein Programm, ich glaube, das gibt es immer noch. Das heißt, wie heißt das? Das heißt Progress Quest. Ich glaube, es ist Progress Quest. Jetzt bringe ich schon ganz durcheinander. Ich glaube, es heißt Progress Quest. Aber auf jeden Fall ist das so ein Experiment im Grunde, ne? So ein Programm, so ein Scherz, der das generiert, ein RPG-Abenteuer in Textform, unendlich lange, es geht einfach immer weiter und du liest einfach nur, wie die Figur, die du erstellt hast, irgendwo hingeht und dann liest du, was die alles tötet und so weiter und dann kannst du alles verkaufen oder wird alles automatisch verkauft, du machst da gar nichts, du liest nur mit und dadurch, dass das textbasierend ist, gibt es unendlich viele Klassen und Rassen zur Auswahl, so RPG-mäßig, alles Mögliche. Und unter diesen vielen, vielen Variationen, die es da gibt, gibt es unter anderem eben die Klasse Landsquid und also die Rasse Landsquid und die Klasse Bird Rider. Und das fanden wir so eine lustige Kombination, dass das so ein Running Gag bei uns im Freundeskreis wurde. Und dann haben wir eben so als Scherz angefangen, so Zeichnungen davon zu machen und T-Shirts zu drucken. Und als ich dann den Kanal gemacht habe, war mir deswegen sofort klar, wie der heißt und ja. Im Grunde nur so ein Running Gag. Frag mich immer noch, wieso Modder in den Remakes die Spinnen und so weiter nicht als Gegner reinmachen. Ich glaube, das Problem ist halt da tatsächlich, dass die neu machen müssten. Ich weiß nicht, ob da irgendwas für die Spinnen angefangen wurde, was man im Code vom Remake finden könnte. Da wüsste ich jetzt nichts davon. Und deswegen müssten die halt dann einen komplett neuen Gegner mit KI und allem machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie modfreundlich die Re-Engine und wie modfreundlich Resident Evil 2 Remake ist, wenn es nicht gerade nur ums Austauschen von Texturen oder Skins geht. Das ist unter Umständen einfach sehr kompliziert, da neue Gegner einzubauen. Aber das weiß ich alles nicht. Nur meine Spekulation. Hi, Domi. So, nachdem wir jetzt eine Stunde im Kreis gelaufen sind, weiß ich leider immer noch nicht, wo wir hin müssen und was wir jetzt tun müssen, ehrlich gesagt. Ich habe die Fabrik wieder zum Laufen gebracht, was irgendwie leider komplett sinnlos war, habe ich das Gefühl. Den Computer brauchen wir nicht mehr, sagt sie. Da oben haben wir zum Glück eine Magnum gefunden, aber die Affen habe ich jetzt einfach schon, die haben die ganze Munition gefressen und ich weiß jetzt einfach auch nicht mehr weiter. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich bin schon gespannt auf The Walking Dead Destiny. Weiß ich nicht mal, was das ist. Ist das ein Spiel oder eine Serie? Was machen wir denn jetzt? Ich habe gerade überhaupt keine Idee. Oh, ich habe vielleicht doch eine Idee. Was ist, wenn wir aus irgendeinem Grund jetzt wieder zurück in die Kanalisation müssen? Genau, das war mein Gedanke, Matt Clyde. Wo sind eigentlich Sherry und John? Die haben gesagt, die bringen sich irgendwo in Sicherheit. Und dadurch, dass jetzt draußen wieder alle Monster aufgestanden sind plötzlich und so, vielleicht müssen wir einfach mal wieder zurückgehen, weil es gab in der Kanalisation ja noch so Rätsel und so weiter. Ich habe keine Ahnung, ob wir da wieder zurück müssen, ehrlich gesagt. Aber das war jetzt auch mein Gedanke tatsächlich. Das neue Walking Dead Spiel, was kommt. Ah, okay. Verzeihung. Düdüt. So.
dann versuche ich mal, dass ich jetzt den Weg zurück in die Kanalisation finde. Und dann gucken wir mal plötzlich irgendwo wieder Sherry und John stehen und es einfach so weitergeht irgendwie mit der Story. Keine Ahnung. Meine Güte, sind das einfach viele hier. Warte mal, da ist eine Tür? Nee, okay, dann ab in die Kanalisation mit uns. Geh ins Manhole. Am 31.12. Silvester. Ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Silvester-Stream tatsächlich machen, aber ich habe da noch keine Pläne, gar nichts. Also weiß ich nicht. Aber ich kann mir viel vorstellen. Es gibt definitiv viele Türen und so, ne? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ob wir da schon waren und so weiter. Ist das der John von Ada? Nee. Das ist witzigerweise, heißt er zwar John, aber der hat wieder mit diesen da Notiz da im ersten Teil wieder so gar nichts zu tun. Das ist ein komplett anderer John. Genau. Weiß ich auch nicht. Sag mal, von da sind, da waren wir aber schon, oder? Jetzt gehe ich noch mal kurz in die Tür rein, aber ich glaube, da waren wir schon. Ja, genau. Das hier ist die Alice im Wunderland-Tür. Alles gut. Oh doch, bei Resident Evil 2 Remake habe ich doch gesehen, wie Leute die Guns aus Untitled Goose Game anstelle von Mr. X eingesetzt haben. Aber hat die auch ganz eigene Animationen und so weiter? Aber sie haben da auch wieder nur Mr. X ersetzt, ne? Ich habe halt keine Ahnung, ne? Ich denke ja nur so drüber nach, was die Schwierigkeiten sein könnten und warum es nicht passiert sein könnte schon lange. Und es könnte halt einfach sein, dass es wirklich schwer ist, neue Gegner einzusetzen und neue Gegner-Spawn-Punkte quasi. Und ne, anstatt einfach nur welche, die schon da sind, zu ersetzen und so weiter. Auch mit neuer KI. Ich schätze mal, die Guns hat wahrscheinlich trotzdem Mr. X-KI, oder? Aber ich weiß das alles nicht. Ich weiß im Grunde überhaupt nichts. Was laber ich nur? Aber das kann ich mir halt so vorstellen. Warum existiert dieser Bildschirm? Ah, warte mal. Oder? Das sieht doch aus wie eine abgebrochene Leiter. Aha! Oh, wunderbar. Spinne, ich habe echt keine Munition mehr. Wir müssen... Es tut mir leid. Aber wir sind schon wieder sehr winzig im Vergleich zu der Tür. Wo zur Hölle bin ich? Wo um Gottes Willen sind wir hier gelandet schon wieder? Was denkst du, wer würde einen Faustkampf gewinnen? Oh Gott, entweder winzige Spinne oder Spinne im Hintergrund. Wer würde einen Faustkampf gewinnen? Leon oder Chris? Die Frage habe ich mir letztens gestellt und keine Antwort gefunden. Einen Faustkampf. Ich meine, ich habe auch keine Ahnung, ganz ehrlich. Chris ist offensichtlich ein stärkerer Bodybuilder und so. Aber Bodybuilder können auch Luftpumpen sein. Das muss nicht heißen, dass der auch wirklich mehr drauf hat. Aber wir wissen ja, dass Chris auch einiges im Nahkampf drauf hat und so weiter. Guck mal, es passieren auf einmal, ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Es geht in der Kanalisation in voll neue Gebiete. Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind und wie und was. Aber Leon hat dafür schon die krasseren Skills, würde ich sagen. Beide können Biowaffen einfach aus dem Leben kicken oder boxen. Ich würde zu Leon halten. Ich wäre Team Leon. Aber das ist eher Sympathie und weniger, weil ich glaube, dass der stärker ist. Aber ich bin Team Leon. Chris boxt Felsen weg. Ja, das stimmt. Aber Leon müsste einfach nur Steine in der Tasche haben und dann würde er Chris so psychisch so fertig machen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hilfe! Was? Da könnte er ihn aus dem Konzept bringen. Dann Roundhouse kickt er ihn einfach aus dem Bild. Dann kicke ich den voll aus dem Bild. Und dann haut er Chris Freunden auch noch einer rein. Ah, guck mal, hier. Ah. Oh, der Lazarus, Hallöchen. Oh Gott, schon wieder Spinnen.
Spinnen, ich habe keine Munition mehr. Lasst mich jetzt. So geht das nicht. Habe ich hier nicht gerade Wasser abgelassen? Aber hier ist doch genauso viel Wasser wie vorher. Ich verstehe überhaupt nicht, was wir hier machen gerade. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe irgendwo jetzt Wasser abgelassen. Es fühlt sich wie Progression an. Aber alle Türen sind versperrt. Überall sind komische Spinnengegner. Die sind schnell. Guck mal, wie schnell die mir da unten hin und her nachkrabbelt und so. Das ist voll gemein. Hey, Freestylerta. Vielen, vielen Dank für den Raid. Hi. Willkommen bei uns. Was habt ihr denn gemacht? Cooles bei euch im Stream. Haha. Voll verarscht, Spinne. Sind wir von da gekommen? Ach, da geht's überhaupt nicht weiter. Hey, aber dann kommen wir gar nicht mehr zurück, wo wir hergekommen sind. Was ist denn jetzt los? Oh Gott, ey. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber scheinbar wieder zurück erstmal. Tja, was soll man machen? Ashley würde alle psychisch fertig machen, egal ob sie will oder nicht. Ha. Kennt ihr den Resident Evil 4 Mod vom Original, wo man einfach nur Ashley spielen kann, die einfach nur schreit, die einfach nur sehr laut schreit, und da haben die auch so einen Wobble-Effekt eingebaut und dann platzen einfach alle Gegner auf dem Bildschirm. Elsa! Was machen wir hier? Wir sind hier jetzt irgendwie gefangen, habe ich das Gefühl. Ich weiß wirklich nicht, wo wir hin müssen. Im septischen Pool. Ich kann jetzt da die Treppe runtergehen und kann da durch eine Tür gehen, aber da ist nichts. Da sind wir auf einem Balkon ohne irgendwas. Was ist da los? Der Landsquid hat Wasser abgelassen. Das klingt irgendwie falsch. Ich habe... Ja, okay. Mach dir nichts draus. Das kommt mit dem Alter. Och Gottchen. Das sieht auch so ein bisschen aus, als wäre ein Aufzug, ne? Aber ich kann den auch nicht bedienen und nix. Ich habe keine Ahnung. Das kommt mir eher so vor, als wäre das hier eine unfertige Stelle einfach. Oh, was machen wir denn jetzt? Tunnel Flat Dry. Wir können uns ja immer noch rumteleportieren. Alligator Pool? Zombie Tunnel. Das klingt auch nicht gut. Wollen wir mal einfach in den Alligator Pool? Teleportieren wir uns in den Alligator Pool. Ups, ich habe die falsche Taste gedrückt. Alligator Pool klingt doch gut. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Moment, das ist der Alligator-Pool? Aber hier sind keine Alligatoren, hier sind Spinnen. Das ist der Spinnenpool. Wurden die Spinnen hier versehentlich platziert? Moment mal, kann ich vielleicht durch dieses komische Gitter durch? Nee, das Gitter existiert irgendwie gar nicht aus der Kameraperspektive, oder? Huh. Ach Gottchen. Ah. Der Schnieschna-Schnappi-Pool. Wo könnten wir denn noch hin? Jetzt teleportieren wir uns mal ein bisschen durch. Der letzte Kanalisationsraum in der Liste heißt L-Tunnel Flat. Da gehen wir jetzt hin. Keine Ahnung. Wow! Was ist los? Okay. Okay.
statt Impagator wohl Hydropumpe eingesetzt. Ist das jetzt immer noch so oder hat das wieder aufgehört? Und wo kam das her? Und laufe ich in die falsche Richtung? Okay. Ich hätte mal, aber das wäre eine gute Idee gewesen, ne? Ich muss mal wieder zurück irgendwie, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo, wie, in die Fabrik. Wir müssen wieder in die Fabrik finden, weil dann werde ich mich mal durch die Fabrik teleportieren. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht irgendwie, ich finde nie wieder in die Fabrik. Wisst ihr, was ich mache? Ich lade jetzt, weil wir haben bis jetzt, wir haben nur Munition verbraucht und sind blöd rumgelaufen und haben nichts gefunden. Ja. Okay, und jetzt werde ich hier mal gucken im Debug-Menü, welche Räume es hier gibt. Und was ist der letzteste Raum in der Liste? Forklift Facility L. Das klingt nach dem, wo wir sind, oder? Ach, wenn ich mal die richtige Taste vielleicht auch drücken würde. Okay. Ich weiß tatsächlich nicht, wo wir sind. Ich gehe mal da durch die Tür. Keine Ahnung. Ach, warte mal, was? Ah, die Tür ist verschlossen und wir brauchen eine ID-Card. Hey, aber das können wir vielleicht skippen. Komm, Hauptsache wir kommen weiter. Bevor ich jetzt hier noch eine Stunde im Kreis laufe, dann skippen wir uns da rein und schauen mal, was wir hinter der Tür finden. Yes. Blöde Keycard. Hoffentlich kommt jetzt kein Boss oder so. Ich habe einfach keine einzige Munition. Ach so, stimmt gar nicht. Das mit den Affen ist nie passiert, ne? Warte mal. Yeah, wir haben sogar Magnum und alles. Okay, nice. Sehr gut. Die Power scheint off zu sein. Die Kontrollbox funktioniert. Der Elevator könnte sich bewegen. Dann rufen wir den Elevator mal. Elevation aktiviert. Oh oh. Boah, Birkin war aber ein bisschen viel im Fitnessstudio in dem Teil, ne? Bam. Bodybuilding Birkin. Okay, Birky. Birky Turkey. Nehmen wir mal die Magnum. Die Super Red Hawk. Das finde ich schon fast cool, wie der uns hier durch die Halle Baseball schlägert. Er schreit, er mutiert noch mehr. Nein, this isn't even his final form. Und wir haben schon alles verschossen. Damn it. Damn it. Oh mein Gott, Elsa, lauf. Elsa ist tot. Es hat sich ausgelaufen für Elsa. Uiuiuiui, ich befürchte, der könnte ein bisschen krass werden. Ich versuche mal, dass ich die erste Stufe mit der Pumpgun schaffe, damit wir in der zweiten Stufe noch die Super Red Hawk haben, oder wie sie heißt. Beste Szene für den Quickload. Beste Stelle. So. Eieieiei. Seine Schuhe vor allem auch Hochglanz, der Rest verwiest und die Schuhe tipptopp. Muss ich nochmal drauf achten, das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, Birkin, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir dich wegkriegen. Ich speichere jetzt mal hier. Bam. Und jetzt los geht's. Okay. Achtung. Bam, bam. Kann ich das skippen eigentlich? Nee, das heißt, wir müssen uns jetzt wahrscheinlich sehr oft anschauen, weil ich werde öfter sterben, befürchte ich. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, dammit. Ich speichere einfach. Wartet, ich speichere jetzt. Hat er gerade Help Me gesagt? Oh, dammit.
Warte mal, jetzt mutiert er schon? Huh. Ist das auf einem Timer und gar nicht so auf dem Schaden eventuell? Oh. Pfuh. Luschenbörkchen. Lächerlich. Hä? Muss ich jetzt nochmal drücken? Ich sollte mal. Ich habe das Gefühl, ich sollte das mal speichern. Na dann. Ja, und jetzt? Der ist jetzt tot. Ich kann ihn nicht looten. Wenn ich da hingehe, heißt die Power scheint aus zu sein. If the control box worked, the elevator might move but. Und da ist die Control Box. Da waren wir vorher schon. Aber die können wir jetzt nicht mehr, interagieren damit. Hä? Ja, und jetzt? Für was haben wir den jetzt getötet? War alles umsonst? Naja, das Spiel hat schon öfter so komische Sachen, dass ich jetzt zurückgehe und dann ist da plötzlich John und Sherry und sagen, hey. Oder ich habe das Spiel jetzt kaputt gemacht. Na, guck, genau das passiert. Ha, weiß ich jetzt nicht. Wir hatten eine kurze Cutscene. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich rausgehen. Er ruft immer Shelly. Aber ich habe immer Shelby verstanden. John! Elsa, so this is where you were. This is bad. One of those monsters bite me and try to kill me or something. Ich kann es nicht so schnell lesen. Elsa, how are things on your end? Did you find any evidence or something? No, nothing like that. What's wrong? Are those walking corpses over all the place? No, not at all. That's... What is that? What are you talking about? Is there something in there? I'm not sure what it is, but that can't be human at all. Elsa, is that thing still in there? Yes, I think so, but I believe it got scrapped a little blah 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 blah. I don't think... Yeah, anyway, there are too many walking corpses outside. We have to go on. We have no choice but to go inside. But that beast might still be in there, right? We can probably deal with it if we stay alerted. Let's go. Okay, gut gemacht. Gut vorgelesen. Weiter geht's. Ich habe da zwar kein Help Me verstanden, aber es wäre ja nicht abwegig. Ja, es macht schon Sinn, dass er eher nach Sherry schreit. Okay, Elsa, I've got your back. Ich glaube auch, dass der... Das zweite Mal hat sich wirklich eher wie Sherry angehört. Beim ersten Mal habe ich ein Help Me verstanden, aber wer weiß. It's gone! Oh no. That means it's still alive. Und John kann sich wieder teleportieren. This lift, this is where it came from. That's a damn huge lift that I probably used it to move some heavy equipment. We need a bigger lift. Can we get it to work? No, it looks like it can be operated only from the inside. I know how to make it work. Da 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 da. Sherry, what are you talking about? Save the discussion for later. Those things are terrifying when we got to move. Let's get this lift moving and go down there! Are you insane? I told you that weird monster came from there! If we stay here, we'll be eaten for sure. We got no choice but to take our chances down there. Let's go! Schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. John synchronisieren macht mir schon Spaß. Das ist lustig. Hi, Freedom. Freedom. Freedoomed. Hi. Level 1. Das ist erst Level 1. Das alles war das Tutorial, oder was? What is this place? Wow, this sure is something. Sherry, what is this place? Do you know anything about this place? This is Dad's research center. He should be around here somewhere. I'll go look for him.
Sherry, hold on! Don't go alone! Sherry! Oh, guck mal, das ist voll das Resident Evil 2. Elsa, let's go after her. Das ist ja wirklich quasi genau das, ne? Das ist voll Resident Evil 2. Wenn jetzt da auch noch ein Safe Room drin ist, dann haben die den Teil tatsächlich übernommen. It's locked, na gut. Aber die Map hier haben sie ja wirklich quasi voll einfach genauso ins Spiel dann wirklich eingebaut. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich interessant. Nur ein bisschen anders schon, ne? Oh, guck mal. Nein, sogar Nest, sogar der Kern. Müssen wir jetzt da auch eine Sicherung einsetzen? Oh, schon wieder Cutscenes. Sherry! What the? Where did she go? Let's split up and look for her. Okay, I'll go this way. You go that way, Elsa. Welchen Weg denn? Von welchem Weg redest du? Er ist jetzt woanders lang gegangen. Dann gehe ich da lang mal oder so. Ich weiß jetzt nicht, welchen Weg er gegangen ist. Hallo, Ganzer Plus, wie geht's? Ich muss mal kurz meine Waffen mir angucken. Wir haben noch 2 Schuss Magnum, die heben wir uns definitiv auf, ne? Ich will mal die 15 Schuss hier Pistolenmunition noch verbrauchen. Oh, guck mal, tatsächlich, das sieht aus wie die Sicherung, ist aber Spark irgendwas. Okay, unser Inventar ist ziemlich voll, aber ist alles gut bis jetzt. Wer Synchronsprecher? Mit Stimmverzerrer aber nur. Ui, guck mal, das sind sogar... ob da wirklich schon der Plot auch drin war, dass Birkin hier von Umbrella höchstpersönlich überfallen wurde und so. Und deswegen sind hier tote Soldaten. Also so Gasmasken-Heinis, die alle wie Hank aussehen. Coralie! Nein! Lass mich in Ruhe! Ich will in den C-Hangar! Der C-Hangar gibt's nicht! Aha, Panel. ID-Card. Oh, damit. Wie die einem durch den... Nein, lass mich jetzt! Wie die einem durch den Raum katapultieren, ist schon nice irgendwie. Das ist cool gemacht. Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen mies hier. Ich glaube, das war's. Wombo-Kombo des Todes. Ich muss neu laden und gegen die kämpfen. Ich wollte sowieso mal gucken, ob es da weitergeht noch vorher. Nee. Okay. Das Gitter sieht auch verdächtig aus, wie sich das bewegt, ne? Aber gut. Dann gehen wir da rein. Tja. Kann ich jetzt leider nicht überspringen, die Cutscene. Macht ja nichts. Dann werde ich... Ich wollte an den Affen vorbeilaufen, weil die doch viel Munition fressen, aber dann werde ich mal gucken, dass wir die kaputt machen. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal da lang, wo wir lang gehen hätten sollen, hoffe ich, glaube ich. Der erste Trailer zu Ghostbusters 4 schaut echt klasse aus. Okay, cool. Ich habe ja, wie gesagt, ne, haben wir gestern eh schon geredet. Ich habe nicht mal den dritten gespielt. Muss ich echt mal bei Gelegenheit nachholen. Affen. Überall Affen aus der Decke. Warum sind da so viele riesige Gorillas in den Luftschächten? Wie groß sind die Luftschächte? Was ist hier los? Da hätten wahrscheinlich ursprünglich vielleicht die Spider-Man rausbrechen sollen. Oh! Hat sich gerade voll aus dem Boden teleportiert. Hallo Kater, hast du gerade gegessen? Habt ihr Abendessen gekriegt? So. Die ist neu. Den Zombie-Typen haben wir noch nie gesehen. Jetzt ist sie kaputt. Okay. Das war ein bisschen weird. Hat ein bisschen spät geladen, die zweite Szene. Oh, rote Medizin, das ist gut. Wir haben nämlich noch irgendwo hier grüne Medizin, ne?
Tada! Steht da irgendwas auf Griechisch? There's nothing useful in this locker. Okay. Researcher Bed. Sind Wissenschaftler Betten irgendwas Spezielles? Massieren die das Hirn, während man schläft? Oder warum erkennt sie, dass das Wissenschaftler Betten sind? GTA 6 Trailer. Der soll, glaube ich, er wurde angekündigt oder sowas. Was ist wieder diese typische Ankündigung einer Ankündigung? Also, beziehungsweise sogar Ankündigung eines Trailers einfach nur und so. Ist das schon, das finde ich lustig. Aber ja, habe ich mitbekommen, dass der dieses Jahr noch kommen soll. Schaut euch mal das Poster an der Wand an. Das sieht voll aus wie hier, Dingsy. Todd Howard, oder? Sieht voll aus wie Todd Howard. Die blaue Medizin, die nehmen wir auch mit. Kombinieren wir auch noch. Was kann die Akuma-Maske? Gar nichts. Sie ist ein Easter Egg. Ich habe die auch schon untersucht. Da steht auch im Grunde, das ist nur ein Easter Egg. Hier sind wieder die Researcher-Bats. Na gut, in jedem Raum jeweils ein Heilmittel, sonst nichts. Aber ich speichere trotzdem mal. Gut, weiter geht's. Wäre cool, wenn die irgendwie so einen Nahkampfangriff auslösen würde, ne? Wenn man dann plötzlich zum Street Fighter werden würde mit der Akuma-Maske, aber leider ist die komplett nutzlos. Das wäre so ein bisschen Rise of the Dead mäßig. Dead Rising. Ich hab mich verlaufen. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Wie Dead Rising. Genau, genau. Schau, wir denken alle gleich hier. Wir alle. Kater? Ich sehe nichts mehr. Du stehst voll im Bild. Und durch welche Tür sind wir denn hier reingekommen? Hä? Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Was? Jede Tür führt irgendwie Hilfe. Kater, du musst jetzt leider weggehen. Ich kann jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Zeit. Oh, komm mal her. Oh. 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 Wuschel, Mammut. So. Dann muss es die Tür sein, die uns wieder rausbringt. Was stand da eben auf dem Boden in Englisch? Female Area. Ich hab gar nicht aufgepasst, aber es könnte sein. Hat sich der Gorilla gerade aufgelöst? Das könnte ich vielleicht nutzen. Jetzt sind wir im... Ach, vielleicht war das wirklich gerade der Frauenbereich und jetzt sind wir im Herrenbereich. Und hier finden wir natürlich rosa Heilspray. Moment mal, so. Ich muss die Akuma-Maske mal verbrennen. Antidot-Spray, hä? Wartet mal, das verwirrt mich jetzt. Ja, das sieht im Ich, okay. Das sieht nämlich hier blau aus. Ich dachte schon, rosa wäre nochmal eine dritte Variation, aber nee. Gut. Katze! Genau. Der Katerquotenauftritt. Ich habe da hinten extra... Aber ich sitze immer zu weit eigentlich, ne, für meine Pläne zu weit rechts, links im Bild. Ich habe nämlich da hinten eigentlich den Kratzbaum im Bild, damit auch Katzen hier teilnehmen können. Aber leider wollen die immer nicht. Aber ist ja auch okay. Müssen die ja nicht. Ist schon okay. Ihr müsst nicht ins Bild, wenn ihr nicht wollt, Katzen. Guck mal da, ein Final Fantasy Tifa Poster.
das ist ziemlich sicher auch nicht wirklich im Spiel gewesen, denke ich mal. Wurde wahrscheinlich auch hinzugefügt. Was mache ich denn? Ich glaube, wir werfen ein Antidot weg oder ich benutze es mal, weil brauchen wir nicht. Nehme ich lieber die Heilung mit. Es ist aber wirklich so, ne? Die sind halt einfach, ne, man merkt halt, dass es nicht fertig geworden ist. Sie sind halt ganz viele Räume, die haben die rekonstruiert, die wussten aber auch nicht so recht, was sie damit anfangen sollen eigentlich. Und dann ist halt jeweils ein Zombie und ein Heilspray drin, damit die auch einen Sinn haben, so ungefähr. Und da ist ein Doom-Poster, das ist höchstwahrscheinlich auch nicht wirklich im Spiel eigentlich. Also nicht im Code. Ich schätze mal, das ist nachträglich hinzugefügt. Denk ich mal. Na gut, und sonst wieder nix. Okay, dann gehen wir. Let's go. Was soll's, YOLO. Hallo, Stürmer. Okay, ich glaube, da sind wir reingekommen, oder? Ich denke schon. Und hallo, Unicorn. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt kommen wieder Affen. Und ich versuche jetzt mal, ne, dadurch, dass ich jetzt weiß, dass die sich scheinbar auf... Oh, so viel zum Auflösen. Ich habe keine Munition mehr. Ich lade mal schnell neu. Das war gerade... That escalated quickly. Hey, ich habe zu wenig Munition. Ich kann nicht gegen die kämpfen. Wir müssen irgendwie an denen vorbeikommen. Das ist jetzt super nervig, weil die jetzt zu dritt gleich sind. Ah, warte mal, da ist eine Tür. Okay, bin ich durch die vorher auch schon durch? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich erinnere mich. Wir haben das erste Stockwerk beim letzten Mal gar nicht sorgfältig durchsucht. Okay, dann speichere ich jetzt mal. Puh, okay. Jetzt kommt der nervige Affenraum erst. Plumps. Für Nummer 1. Ich weiß halt echt nicht, ob wir an dem zweiten vorbeikommen. Ich werde versuchen, den zweiten mit der Magnum ganz schnell. Wenn wir nicht... Nee, wir kommen nicht vorbei. Ja, okay. Gut. haben wir gemeistert, die Passage. Ich hoffe, das hat sich gelohnt, dass wir dafür einen Magnum-Schuss verschossen haben. Verschwendet weiß ich ja gar nicht. Vielleicht war es ja eh okay. Ich hätte vielleicht die Zombies mit der Pistole erschießen sollen, ne? Zumindest 1-2. Naja. Kann man nichts machen. Schauen wir mal, wo wir noch hinkommen. Ich sollte mal speichern. Das Labor hier ist schon sehr groß. Oh, die Spider-Man! Die haben es doch in 1.5 geschafft. Die haben die restauriert. Das wusste ich gar nicht. Ach, das ist ja nett. Shit. Ich kann leider, glaube ich, nicht wirklich gegen die kämpfen, aber... Oh, shit. Ach, aber die Spider-Man sind in 1.5 drin. Waren die doch schon so fertig? Das ist ja nett irgendwie. Cool. Guckt sie euch an in ihrer vollen Pracht. Das war mir wirklich gar nicht klar, dass die da drin sind. Cool. Yes, die sind tatsächlich weniger eklig. Ich finde die auch jetzt gar nicht schlimm, ne? Finde ich auch nicht. Oh, Cutscene. Sollte man da was erkennen? Oh, oh. Das sieht nicht gut aus für Sherry. Sherry! Oh! Das sieht nicht gut aus für Sherry. Zombies können sich nicht ducken zum Attackieren, das wissen wir schon. Das haben wir in Resident Evil 2 gelernt, aber Affen wissen wir nicht. Muss ich den jetzt töten, oder? Ich von mir aus. Ach. Aber es tut mir ein bisschen weh um die Munition jetzt hier. Bam.
dachte, vielleicht ist das wichtig, den zu töten wegen Sherry, wegen Cutscene oder so, keine Ahnung. Aber scheinbar nicht. Es sah so aus, als wäre sie da reingegangen, oder? Gucken wir mal, ob wir hinterherkommen. Die erinnern mich stark an die Käfer aus 5. Ach, aus 5. Ja. Ich habe jetzt eher an die Chimera gedacht, ne? Die Käfer quasi aus 1. Aber mich wundert schon stark, dass die da so viele fertige Gegner, im Grunde fertige Gegner oder zumindest teilweise fertige Gegner, wie die Gorillas und die Spider-Man hatten und dass die dann überhaupt nicht benutzen im Spiel, dass sie die einfach komplett streichen. Finde ich komisch irgendwie. Aber gut. Warum nicht? Ja, eine Cutscene hatten wir auch gerade. Stimmt. Ich hoffe, das war jetzt richtig geschoben. Ja, sieht gut aus. Ja, aber was jetzt? Ah, okay, I see. Sherry! Sherry! Krieg ich jetzt Sherry? Wie als Item ins Inventar. Blüb? Oh, nee. Ah, wir haben uns irgendwo in den Safe Room teleportiert. Gut. Sherry, wake up! It's no good. She's passed out. Sherry! John, I read some files in the research center and I found something. She's been infected by whatever the worked here on. Elsa, have a look at this. What is this? If we can't get the vaccine, Sherry will. Okay, I'll go get it. What? While we're talking, the virus is spreading inside Sherry's body. Even if it's just a chance, I have to take it. Elsa! I love you. John, keep a close eye on her. Sherry needs you right now. Elsa, please. Please save this girl, even if it's just her. Okay, John, ich tue mein Bestes. The trash can is full of crumpled up papers. Oh, da steht Heilspray. Eine Kiste wäre halt schon auch nice einfach, ne? Aber mein Gott, man kann nicht alles haben. Weil ich kann das Heilspray gar nicht mehr nehmen wahrscheinlich. Ein volles Erste-Hilfe-Spray. Ich könnte natürlich das Messer wegwerfen, aber das will ich nicht. Eigentlich brauche ich die blöde Pistole nicht mehr, aber ich habe da 15 Pistolenschuss drin. Bitte sag mir nicht, dass das Spiel jetzt abgestürzt ist. Ich habe länger nicht mehr gespeichert, glaube ich. Nein. Spiel, warum? Why? Warum tust du mir das an, Spiel? Oh, okay, es ist ich speichere. Okay, wir haben irgendwie, hat das Spiel überlebt. Ich habe jetzt Angst, wieder zurück in den anderen Bildschirm zu gehen, aber das Spiel hat überlebt. Oh je, oh je. Das war gerade, wir waren gerade im Regenbogenland. So, wo sind wir denn jetzt? Ah, ich weiß, wo wir sind. Alles klar. Wir müssen ein Vaccine finden. Für Elsa. Für John auch. Also, für Sherry, aber auch für John. Weil, ne, der würde es nicht verkraften. Warte mal, hat John vorher nicht gesagt, der wurde gebissen? Ist das die beste Idee, dass der jetzt alleine auf... Naja, gut, okay. Keine Ahnung. Eine Reihe von Monitoren. Anscheinend sind sie für die Sicherheit, Security-Footage da. Aber sie sind alle kaputt. Das ist schon nah tatsächlich, ne? Das ist jetzt fast von allen Gebieten, in denen wir waren, am nächsten an dem, was dann tatsächlich ins fertige Spiel gekommen ist. Resident Evil 2. Schnell speichern. Ja, genau. Habe ich gemacht. Was für ein Soundtrack ist denn hier los? Ich nehme die Nummer 4.
Nee, doch nicht. Da ist nichts drin. Schade. Willst du mich jetzt eigentlich voll verarschen, Zombie? Ich hab dir gerade 15 Schuss reingepfeffert. Was zur Hölle? Jetzt können wir die endlich wegwerfen. Ach, also, come on, ey. Wahrscheinlich ist er immer noch nicht tot. Jetzt nehmen wir mal zum ersten Mal das Messer, würde ich sagen. Doch, sieht tot aus. Oh, da kommen. Oh, das ist aber hier ein Empfangskomitee. Gut, ich habe halt irgendwie echt keine Munition mehr. Das ist halt auch in der Version noch voll gemein, dass die Zombies sich nicht gegenseitig wegschubsen, ne? Deswegen können die einem halt super niederkombonen einfach. Oh, guck mal, auch der Raum, es ist wirklich voll. Das hier ist wirklich wie eine Beta-Version von Resident Evil 2 einfach. Mit noch nicht ganz so schönen Hintergründen. Ne? So sieht es im Grunde aus. Alle dann nochmal neu gezeichnet, neu gemacht, schöner gemacht. Aber man erkennt schon alles irgendwie wieder. Aber dass hier so viel Stinkies sind, finde ich gar nicht so geil. Weil wir so keine Munition mehr für nix haben. Okay, hier ist der Impfstoffmechanismus. Aber hier muss eine Probe für den Virus rein. Ich drück mal auf den Knopf. Klappe auf. Oh, ich habe anscheinend eine Virusprobe. Woher ich die auch immer habe, aber ist gut. Schön. Hi Felix. Cool, dass du auch da bist. Processing. Ist das... Das ist voll das Actionspiel. Ha. Bisschen. You've taken G-Vaccine. Okay, gut. Wir haben jetzt den Impfstoff für den G-Virus, für den G-Virus. Jetzt müssen wir nur irgendwie wieder hier rauskommen, ohne dass wir gemampft werden. Und dann können wir sogar Sherry schon impfen. Das war leicht. Ich warte hier mal, bis die ein bisschen näher kommen. Die KI ist ein bisschen kaputt und so. Shit. Da war eine unsichtbare Wand einfach. Aber ich habe den einfach... aus der Existenz geboxt, in seine Einzelteile, Moleküle zerlegt. Hä? Habe ich nicht gerade die Heilung benutzt? Hat die mich zufällig überhaupt nicht geheilt? Was ist denn jetzt los? Jetzt haben mich die Zombies echt in eine blöde Situation hier gebracht. Aber ich bin durchgekommen, Gott sei Dank. Gucken wir nochmal ganz kurz, ist da zufällig... Es ist... Ja, da ist sogar wirklich Magnum-Munition. Oh Gott sei Dank. Falls wir nämlich nochmal auf einen Boss stoßen, habe ich jetzt zumindest ein paar Schuss Magnum. Um Gottes Willen. Hey, Salty Unicorn. Ich speichere mal kurz, auch wenn das jetzt gar nicht so super gut alles gelaufen ist, aber gut. Warte mal, ich gehe jetzt auch gleich nochmal, auch wenn wir eigentlich schon haben, wofür... Nee, der Pfeil, doch. Hä? Ja gut, gehen wir da auch mal noch rein. Vielleicht finden wir Munition, irgendwas, das uns hilft. Keine Ahnung. Der Serverraum anscheinend. Der scheint ein bisschen komplett nutzlos zu sein, ne? Ah, wir können einen Computer operaten. Okay, wir registrieren unseren Fingerabdruck. Genau wie im zweiten Teil. Registration complete. Gastregistration ist für 24 Stunden valide. Okay, ich schätze mal, das ist gut, dass wir das gemacht haben. Ich speichere das mal. Ja, ne, Bombe, Virus, wer weiß, woher die das alles so zaubert. Oh nein, Spinnenmann, ich muss mal kurz. Dankeschön. Dankeschön. Düt-düt. Die Spinnenmänner sind ein bisschen schwerfällig. Ich finde die Affen viel gefährlicher. So, jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Es wird spannend, Leute.
John, I've got the vaccine. How's Sherry? Quick, she don't have long. Sherry, wake up! Sherry, what's wrong? Talk to me! Sherry, please wake up! What's wrong? Sherry! You're awake! What a relief! Yes, I was really worried. John, did you hear that announcement? Yeah, what's going on? Wovon reden die? It seems like that beast broke something and fire started to spread all over the place. What? That means you're also in danger? That's right. We can't stay here. We need to hurry and leave this place. Sherry, do you know where the shelter is? Yes! The second shelter should be open! Alright, let's get going! Lead the way, Sherry! Sherry, lead the way! Los, steh auf! Ich habe Sherry so gesprochen, wie sie mir gerade erscheint, ne? Die kommt mir nicht so fit vor. Ach, guck mal, man könnte hier an dem Computer speichern anscheinend in dem Raum. Verrückt. Sherry leadet anscheinend den Way nicht wirklich. Moment mal, schon wollten wir uns nicht aufteilen. Was machst du eigentlich hier in meinem Revier? Aber gut, okay. Ich glaube irgendwie, Sherry ist kaputt, ne? Die kann den Way überhaupt nicht leaden. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo wir hin müssen. Wir waren doch jetzt überall. Elsa kann sich jetzt alles aus dem Hintern holen. Achso, ja, genau. Erst eine Bombe und dann ein Virus. Waren wir da schon drin? Der Aufzug? Ne, den können wir nicht benutzen. Irgendwie leadet Cherry the way nicht, wie es in der Cutscene gerade gesagt wurde. Ich gehe mal nochmal rein und guck nochmal, ob ich die anklicken kann. Ansonsten muss ich jetzt wahrscheinlich wieder den nächsten Triggerpunkt finden, wo wieder eine Cutscene ausgelöst wird. I need to hurry up and get that vaccine. Ja, die Nachricht ist auch ein bisschen alt, ne? Über den Punkt sind wir eigentlich schon hinaus. Keine Ahnung. Es klingt so, als wäre jetzt schon langsam Endgame angesagt, ne? Aber ich habe halt keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Die Map ist wie immer auch nicht super hilfreich. Ha, keine Ahnung, müssen wir einfach mal ein bisschen random rumlaufen, bis wieder eine Cutscene kommt. Waren die auch in den Alle-Gegner-Videos? Ich habe ein Video auf jeden Fall gemacht zu allen gestrichenen Gegnern aus allen Spielen. Also alle Konzepte, von denen wir wissen, die nicht benutzt wurden. Und da waren die definitiv auch drin. Alle. Also die Affen und die Spinnenmänner. Oh, okay, ich glaube, wir sind richtig, weil das hier ist alles neu. Also zumindest brennt's. Und es sind da überall Spinnenmänner. Das ist schon mal gut. Ich schätze mal, solange es brennt, können wir so falsch nicht sein, oder? Keine Ahnung. Wollen wir mal gucken. Jetzt würde ich es schon gern durchspielen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Waren wir hier schon mal? Das kommt mir nicht bekannt vor. Klingt wie ein Safe Room. Keine Ahnung. Wollt ihr nur sagen, dass du noch die Magnum nachladen kannst? Ja, das stimmt. Schnell sind sie, ne? Die Spinni-Männer. Aber ich bin schneller. Hör mir die alle Gegner-Videos immer beim Kochen an. Das ist cool. Oh! Ihr habt mich ganz schön erschreckt, aber was macht ihr hier? Was machen wir hier? Warum seid ihr hier? Warum wurdet ihr hier reingeladen? Um Gottes Willen. Ich habe keine Ahnung, warum die da sind.
Mit Cutscene kann ich nicht mit denen interagieren. Ich kann die nur ein bisschen verschieben. Aber schön, dass ihr auch hier seid. Freut mich sehr. Aber wir müssen leider wieder gehen. Wir sind hier nicht richtig. oh Gott, ja. Laden wir gleich mal die Magnum nach. Das ist eine gute Idee. Dann schauen wir mal die anderen Wege. Irgendein Weg wird schon der richtige sein. Hast du zufällig Doktortitel in Resident Evil? Resident Evil-Logie. Warte mal, ich versuche mal. War die Tür nicht beim letzten Mal unzugänglich und jetzt ist sie offen? Kann das sein? Vielleicht, aber ich bin mir nicht sicher. Das klingt wichtig. Ich speichere. Das klingt nach jetzt passiert's. Ich habe keine Ahnung was, aber jetzt passiert's. Ist das Annette Birkin hier? Annette, bist du's? It's Ada. She's dead. It looks like one of those gorillas killed her. Okay, Ada ist hier anscheinend eine Wissenschaftlerin und ist tot. Ja, Ada, weiß ich, kann ich jetzt, kann man auch nichts machen. Woher kennen wir Ada eigentlich? Wir kennen die überhaupt nicht. Elsa kennt die überhaupt nicht. Naja. Hör mal, wir hören schon den... Ist das derselbe? Der kommt mir schon bekannt vor. Das könnte der aus dem fertigen Spiel sein, der Alarm, ne? Oh, sogar ein Zug kommt hier noch vor. Ach was. Oh, sollte ich jetzt... Hätte ich in den Zug gehen sollen oder da lang? Ich weiß es nicht. Jetzt gehe ich hier mal weiter. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ja, aber ich bin erstaunt darüber, dass wir Fortschritt machen. Ne? Ich laufe eigentlich immer nur wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend. Und Elsa hat die besten Treppensteig-Animationen überhaupt. Und trotzdem schaffen wir es immer wieder, irgendwie weiterzukommen. Aber jetzt gerade bin ich schon sehr verwirrt. Bin ich jetzt zufällig einmal im Kreis gelaufen einfach? Nee, bin ich irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich gehe mal durch die Tür da oben. Hätte ich einfach in den Zug gehen sollen? Ich weiß es nicht. Okay. A high yield. Dum, da, 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 da. Hab ich schon befürchtet. Was war denn das? So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben sogar mehrere. Hä? Bin ich jetzt gestorben, oder? Ich lebe irgendwie noch, ne? Keine Ahnung. Charity. Power already has been supplied to the train. Okay, gut. Das war jetzt wirklich unser letzter Schuss von absolut allem. Also wenn da nochmal ein geheimer Bosskampf kommt, dann sehe ich schwarz tatsächlich. Aber gut, wir schaffen es vielleicht heute noch. Wir spielen das heute vielleicht noch durch. Komm schon. Komm schon. Dann habe ich direkt vorher gespeichert. Gott sei Dank. Treppen sind schon der Feind, ne? Da muss man echt aufpassen. Vorsicht, wir sind drin. Wir sind in der Existenz. Gut. So, jetzt hat der Zug. Okay, jetzt müsstet ihr das Spiel hören, oder? Aber ich höre es leider nicht mehr. Ich höre jetzt leider nur noch mich, oder? Warte mal, Test, Test. Ja, genau. Das Spiel höre ich jetzt leider nicht mehr, aber das ist vielleicht auch gar nicht schlimm. Ihr hört's, ne? Bei euch kommt Sound an. Müsste passen.
Okay, dann schauen wir jetzt, dass wir das noch zu Ende bringen, erfolgreich. Hoffentlich. Oh, guck mal, was ist denn hier? Marvin, bist du's? Ja, das ist jetzt ein blöder Workaround, weil ich quasi, ne? Aber gut, passt schon. Da stehen sie alle in Reih und Glied. Where's Leon? He's fighting off monsters. He wants you to start the train. I'll do it. Okay, dann schauen wir mal, dass wir den Zug starten. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe wirklich, es kommt nicht noch ein Boss. Wenn jetzt noch ein Boss kommt, ich kann nichts mehr machen. I know how to start this. I watched Mom doing it. Let's see, you push this here and throw the switch there. Oh oh, das sieht nicht gut aus. What's wrong? What's wrong? It doesn't have enough power. This says the train main battery needs to be fueled. Let me take care of that. You start the train. I manage the power. I have the power. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber wir gehen mal irgendwo hin und machen irgendwas. Hey, zur Not müssen wir jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mit dem Messer gegen irgendwas kämpfen. Ah, der Stream geht jetzt doch wieder. Auf Twitch geht gar nichts mehr. Ich glaube, auf Twitch müsste ich jetzt auch wieder sein, ne? Ich glaube schon. Eigentlich. Ich hoffe es. Ist da jemand? Ja. Twitch läuft. Alles klar. Ja, okay, gut. Dankeschön. Nee, passt so wohl. Wir sind wieder... Ich habe jetzt keinen Sound und spiele im Fenstermodus. Für mich ist es ein bisschen doof, aber bei euch dürfte alles gut ankommen. I have to get this thing moving first. Ich dachte ehrlich gesagt, das hätten wir schon gemacht. Wir haben doch schon den Strom wiederhergestellt, oder? Bulal, vielen, vielen Dank für die Bits. Vielen Dank nochmal. Super nett von euch. Blitzokrone, Makrokev und Bulal, Dankeschön an euch drei nochmal. Jetzt bin ich einfach nochmal raus und wieder reingegangen, weil vielleicht hat das Problem jetzt schon gelöst. Nee, anscheinend nicht. Schade. Warum hat Marvin so einen schwarzen Schatten über sich? Ah, aber jetzt kann ich da reingehen. Das konnte ich vorher nicht, oder? Ach so, doch. Ich verstehe. Sherry, du bist gerade an zwei Orten gleichzeitig. Ich habe doch gewusst, dass sie ein Geistermädchen ist. Squid, wirst du auch Gaiden auf dem Gameboy spielen? Aber sowas von. Auf jeden Fall, ja. Sind wir dabei. Ja, da muss ich jetzt noch mal gucken, was wir hier machen müssen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich das Spiel kaputt gemacht habe, weil ich erst den Strom wiederhergestellt habe und dann erst ins Cockpit gegangen bin. Und vielleicht hätte ich die Reihenfolge anders machen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Erst reingehen, das alles auslösen? Naja. Gucken wir mal. Puh, ich dachte schon, wir werden wieder aus der Existenz geglitscht. Gehen wir mal da nach hinten. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Vielleicht müssen wir tatsächlich da noch irgendwas machen. You opened the lock. Na, dann gucken wir mal. A device to open the tunnel gate. Das ist wahrscheinlich auch eine gute Idee, dass wir das Tor öffnen, bevor wir losfahren, ne? Macht schon Sinn. Wäre doof. Das wäre sonst irgendwie, glaube ich, eventuell blöd ausgegangen für uns. Hier können wir nicht wirklich was machen. Da können wir auch nicht rein. Okay, ich habe jetzt keine Batterie oder so wiederhergestellt, aber ich habe zumindest ein Gate geöffnet. Jetzt gehe ich mal nochmal rein. Vielleicht hat das schon gereicht. Oh, ja, da tut sich was, ne? Das Ruckeln war vorher nicht da.
Sherry ist nicht mehr da. Ich kann hier zumindest nichts drücken. Aber zumindest hat sich was verändert. Veränderung ist doch gut. Hoffe ich. Ich speichere nochmal, sobald wir da wieder raus sind. Okay. Gucken wir mal. Auf zum Ende. Wartet mal ganz kurz. Ja, hier hätte ich Game Sound. Jetzt passt auf. Das ist jetzt ein bisschen weird und so. Aber ich muss jetzt zwei Kopfhörer gleichzeitig aufsetzen. Dann höre ich nämlich sowohl das Spiel als auch den Chat und mich. Ah, Leon ist da. Hast du schon gegen das Monster gekämpft? Cool. Und ihr so? Fahren wir schon? Vor allem rutscht mir gerade der eine Kopfhörer vom Kopf, weil er nicht richtig hält. Wartet mal. Ah, ich bringe alles durcheinander. Okay, so hält's. Alles gut. So können wir es machen. Okay, gut. Alles perfekt. Dann los, auf ins Finale. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen. Ein bisschen Workaround und schon ist alles gut. Das ist wirklich blöd. Das hatte ich jetzt öfter schon mit meinem neuen Sound-Setup, das eigentlich super ist und echt cool, dass es irgendwie Fehler gibt und Windows durcheinander kommen, wo jetzt der Sound herkommen soll und was, ne? Oh nein, ich hab's befürchtet. Jetzt haben wir echt ein Problem. Nämlich keinen einzigen Schuss Munition. Nicht mal mehr fürs Messer. Ich muss jetzt mit dem Messer gegen den letzten Boss im Spiel kämpfen. Ich befürchte, wir kommen jetzt auch nicht drum herum, oder? Ich kann jetzt auch nicht einfach vorbeilaufen. Oh nein, ich glaube, wir sind gestorben. You died. Wir sind nicht nur gestorben, der hat uns durch den Boden durchgeboxt. Eieiei, Leute. Ich hoffe stark, dass wir jetzt hier noch schnell irgendwo Munition finden. Irgendwas. Irgendwas. Die werden uns hier doch hoffentlich noch ein bisschen Munition hingelegt haben. Ich weiß jetzt nicht. Leon? John? Wollt ihr nicht mitkommen vielleicht? Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Die haben uns doch hier hoffentlich noch ein bisschen was hingebaut. Bitte. Bitte. Bitte lasst mich nicht ohne Munition mit dem Messer gegen den kämpfen. Ich werde mal alles feinsäuberlich hier abklicken. Ich würde es ja wirklich gern durchspielen, aber ich weiß nicht, ob wir das mit dem Messer allein schaffen. Vielleicht geht's. Vielleicht kann man den killen mit dem Messer. Wisst ihr, vielleicht ist der, wenn man weiß wie, super easy. Oh Gott, es sieht so aus, als hätten die hier ernsthaft keine Munition mehr für einen hingelegt. Das ist natürlich gemein. Kann ich mir irgendwie Items ins Inventar cheaten? Es gibt hier zumindest das Utility-Menü. Aber das macht leider irgendwie nichts. Memory Viewer. Habe ich Angst. Will ich lieber nichts machen. Boah, hier ist wirklich nichts mehr. Nix. Naja, okay. Ich weiß es jetzt auch nicht. Wir haben zumindest Heilung. Aber sonst halt nicht viel. Schon, finde ich schon krass, ja. Ich klicke mal hier nochmal alles ab. Aber da ist er schon. Meine Güte, ihr seid doch bekloppt alle miteinander. Kann ich einfach gehen vielleicht? I can't put my friends in danger. I have no choice but to stop the creature. Okay. Ja. Shit, jetzt bin ich eben wieder reingelaufen. Aber die KI ist manipulierbar, definitiv, ne?
kriegt halt leider auch keinen Hit rein. Der haut da anscheinend aber auch gegen die Wände. Das ist gut. Oh Gott, Leute, wenn wir das schaffen, ey. Ach komm. Okay, Achtung. Caution, soll ich ein Heil... Ich nehme jetzt mal ein Heilspray. Aber, oh. Der Kampf der Giganten hier. Ich habe Angst. Ich dachte vorher gerade für einen kurzen Moment, wir hätten ihn geschafft. Ah, shit. Nein, nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht, oder? Thank you for playing. Yes. Ey, das war schon ziemlich gut jetzt. Nice. Thank you for playing the reconstruction of Resident Evil 1.5. Please bear in mind that this game was never finished and that the game engine for the build on which it is based is buggy and incomplete. Certain features do not work properly, das haben wir gemerkt. Some are only partially implemented and it is completely missing others. It is also missing certain monsters such as the alligator in the sewer and the later forms of the G-Birkin. Und so weiter und so fort. The reconstruction would not have been possible without the generous assistance of the following fans in alphabetical order. Und so weiter und so fort. Ihr seht es ja selber. Yay! Wir haben es geschafft. Wir haben den letzten Boss einfach mit dem Messer so lange in die Kniekehle gehauen, bis er gestorben ist. Und somit haben wir das Spiel beendet. In der Version von dem Spiel wäre also Marvin auch noch lebend rausgekommen, aber Ada nicht. Gut, Ada stirbt ja auch im zweiten Teil, also, ne, angeblich. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Blitzokrone, für die 100 Bits zum Abschluss. Nice. Beim nächsten Mal Leon. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob wir das mit Leon auch nochmal durchspielen wollen. Da muss ich muss das jetzt erstmal verdauen. Sehr cool. Das war ein spannender, das war ein krönender, ein würdiger Abschluss, finde ich. Sehr schön. Special thanks to Al-Zaia for leading the 14 years effort. 14 Jahre haben die dran gearbeitet, dieses Spiel zu rekonstruieren. Des 40% Builds. Da haben wir ja schon mal drüber geredet, ne? Da meinte im Chat auch jemand, das habe ich auch in dem Wiki so gelesen, dass das Spiel bei Capcom zu 80% vervollständigt war. Aber der Build, der nach außen geleakt wurde, war gerade mal, wie hier stand, gerade zu 40% fertig. Das heißt, es gibt da draußen eventuell noch irgendwo bei Capcom auf alten Rechnern eine Version von Resident Evil 1.5, die viel weiter fortgeschritten ist als die, die wir jetzt gespielt haben und viel weniger Fan rekonstruiert. Wer weiß, ob die auch noch irgendwann ans Tageslicht kommt, aber für heute machen wir jetzt Schluss an der Stelle. Super cool, dass wir das jetzt geschafft haben. Ich freue mich riesig, trotz technischer Probleme und Doppelkopfhörer-Setup. Schön, dass ihr mit dabei wart, hat mich sehr gefreut. Und ich schneide das Ganze natürlich zusammen und bastel das so, dass das übermorgen, glaube ich, dann als langes Let's Play, als Stream-Mitschnitt quasi auf Twitch landet. So cool. Also danke für die Bits, danke für die Abos. Schön, dass ihr dabei wart. War wirklich lustig, hat mich sehr gefreut.
Wir sehen uns hoffentlich nächsten Dienstag 18 Uhr. Ciao, gute Nacht.